Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Wer hat die ganze Gesetzgebung in den 90er Jahren geschrieben? Die Erstellung aller Gesetze inklusive des Steuergesetzes wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Wir haben die Ressourcen von Russland erst 2004 unter nationale Kontrolle bekommen. Und davor waren sie nach dem Production Sharing Agreement nicht einmal in russischer Jurisdiktion. Aber nicht alle natürlich. Und erst 2004 wurde dieses Gesetz aufgehoben. Hätten wir das nicht gemacht, könnten wir überhaupt nicht vom Ölpreis profitieren. Die Einnahmen von Erdöl würden nicht ins Budget fließen. Die Erstellung der ganzen Gesetzgebung von Russland wurde durch ausländische Zuschüsse finanziert. Ich habe das nicht gewusst, bis ich das vom Vorsitzenden des Komitees für wirtschaftliche Politik erfuhr. Alle Gesetze durch ausländische Zuschüsse, die wichtigsten Gesetze. Das heißt, die Amerikaner haben für uns Gesetze geschrieben, unter anderem was Erdöl anbelangt. Wir haben ein typisches Gesetz für Schwellenländer verabschiedet, das Production Sharing Agreement. Das ist ein Kolonialgesetz für Dritte Weltstaaten. Es ist wichtig zu verstehen, die erste Entscheidung, sich dem Gesetz zu widersetzen, trafen wir 2010. Die ersten Abmachungen wurden schon damals und die wichtigsten am 1. Januar 2004 aufgehoben. Und was sehr wichtig ist, die Profite durch Erdöl kamen Russland im vollen Umfang erst ab 2004 zugute. Vorher haben wir von jedem Dollar weniger als 20 Cent bekommen, von jedem Erdöldollar. Und alle haben geschwiegen. In den 90er Jahren haben wir einen Wechsel der politischen Elite erlebt. Das heißt, Jelzin brauchte die amerikanische Unterstützung im Kampf gegen Rasbulatov und Rutskoy. Und nicht weniger gegen regionale Eliten von Tatarstan, Baschkirien und Jakutien. Ganz zu schweigen von Tschetschenien und Inguschetien, das ohne Abkommen gelebt hat. Tatarstan und Baschkirien haben ja auch Erdöl, das Production Sharing Agreement. Was ist das PSA-Gesetz? Ein Mann, ein einziger Mann, Wladimir Putin, hat es vermocht, die Situation grundlegend zu ändern. Warum hat Russland sein Erdöl, das Erdölgeld verloren? Scheinbar der wichtigste Bestandteil von unserem Budget, Erdöl, Gas und Waffenhandel. Heute werden wir ein überraschendes Gespräch führen. Faktisch ist es ein Gespräch darüber, wie schlecht wir diesen Menschen und seine Leistungen kennen. Und sein Name ist Wladimir Putin. Die Budgetverluste durch das PSA-Gesetz betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Unser Land hat ungefähr im Jahr 2000 begonnen, dagegen zu kämpfen. Der offizielle Sieg wurde 2004 errungen. Das heißt, erst nachdem Putin an die Macht kam, fing der Kampf an. Natürlich. Und davor waren alle Naturressourcen nach dem PSA-Gesetz nicht in russischer Jurisdiktion. Das heißt, die Ressourcen waren quasi nicht russisch. Die Verluste betrugen 2/3 vom ganzen Budget. Die Renten waren damals 3-mal niedriger als jetzt. Alle Staatsausgaben waren 3-mal niedriger als jetzt. Die Erdölgelder blieben im Ausland. Sie kamen nicht einmal in die russische Jurisdiktion und Wirtschaft. Sie wurden zu ausländischem Eigentum, sobald Erdöl befördert wurde. Sie waren laut dem PSA-Gesetz gar nicht russisch. Als du vor einem Jahr erzählt hast, dass Russland 10 Jahre lang keine einzige Kopeke von diesem Erdöl abbekommen hat, standen alle unter Schock. Ja, das stimmt, weil das PSA-Gesetz in Kraft war. Man hat irgendwie nicht gewusst, dass vor Putin das russische Erdöl, auf das wir so stolz sind, Russland nicht ernährt hat. Ich habe eine Frage. Das ist eine grundlegende Sache. Woraus setzt sich das Budget zusammen und wer hat unser Geld all die Jahre gestohlen? Praktisch stellt sich heraus, dass wir bestohlen wurden. Und was hat Putin gemacht? Und hier ist meine Frage, wenn das eine grundlegende Sache ist, warum wir von Putins Rolle, von seiner Arbeit immer noch nichts wissen? Die Menschen verstanden nicht, dass Politik auf ihr Leben keinen geringeren Einfluss als die Familie nimmt. In jedes Haus kommt Politik in Gestalt von Rente, Lohn, Lebensstandard und Sicherheit des Landes. Wenn die ganzen Erdölgelder, Dutzende, Hunderte von Milliarden im Ausland blieben, wie groß muss das Risiko für Putin gewesen sein? Unter anderem auch das internationale Risiko. Wie unzufrieden manche waren. Das zustande gekommene Risiko. Davon reden wir später. Kannst du mir unseren damaligen Zustand erklären? Erstens, die Propaganda läuft, und zwar so, dass die Spitze der Propaganda gegen uns gerichtet ist.
Das versteht man nicht. Bei uns versteht man nicht, dass der russische Staat von amerikanischen Beratern geschaffen wurde. Du hast gesagt, dass die Erstellung unserer wirtschaftlichen Gesetze durch amerikanische Zuschüsse finanziert wurde. Die Erstellung von allen grundlegenden Gesetzen wurde dadurch finanziert. Die Erstellung aller Geschichtslehrbücher wurde durch amerikanische Zuschüsse finanziert. Das war von 1992 bis 1995. Der Staatsapparat von Russland wurde von amerikanischen Beratern erschaffen. 10.000 Menschen arbeiteten in unseren Behörden an der Erschaffung des russischen Staates. In allen wirtschaftlichen Ministerien haben sie gearbeitet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe es sogar dem Präsidenten Putin gezeigt. Die Sponsorhilfe von Soros, das waren gewöhnliche Schulhefte. War das nach dem Skandal mit den Schulbüchern, die Soros veröffentlicht hat? Ja, aber das war eine ideologische Verfälschung, als der Schlacht um Stalingrad nur 3 Zeilen und dem Treffen an der Elbe ganze 4 Seiten gewidmet waren und dass die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten. Ja, aber da ging es um was anderes. Und zwar, das ist ein normales Heft, aber auf der Kehrseite des Heftes stand kein 1x1, kein Text der Staatshymne, sondern dort waren 4 amerikanische Präsidenten abgebildet, 4 Porträts. Warum müssen amerikanische Präsidenten auf dem Schulheft eines russischen Schulkindes abgebildet sein? Das war natürlich kein einzelnes Heft, sondern 100.000 Stück. War Putin erstaunt? Ja, er war erstaunt. Hieran seht ihr, so wird Politik gemacht. Wie kam es dazu, dass das russische Erdöl plötzlich komplett zum ausländischen Eigentum wurde? Lass uns nicht eilen, lass uns das PSA-Gesetz am Beispiel von Sachalin erklären. Sachalin war das letzte Abkommen. 260 wurden widerrufen. Sie basierten auf der Basis des Gesetzes, das vor Putin in den 90er Jahren verabschiedet wurde. Das heißt, das ganze Erdöl, Gas, Metalle, alle Naturressourcen, alle 262 Vorkommen nach diesem rein kolonialen Schema gingen ins Ausland. Das heißt, uns wurde alles, Metall, Gas, Erdöl, entzogen. Absolut, es gibt ein Vorkommen, aber es befindet sich in einer fremden Jurisdiktion. Es ist zwar auf dem russischen Territorium, aber es ist quasi nicht da, als wäre das Vorkommen rausgeschnitten und weggebracht worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nichts gewusst. Und du? Du warst ja Vizepremierminister. Hast du gewusst, dass es so schlimm mit dem Erdöl aussieht? Ich war mit einer Regierungsdelegation in Saudi-Arabien. Mit dabei war der Minister für Erdöl und Energetik, Shafranik. Als wir gesehen haben, wie man in Saudi-Arabien mit Erdöl umgeht, habe ich ihn gefragt, wer ist bei dir im Ministerium für Verkauf von Erdöl zuständig? Er hat mir die Zahl 169 genannt. Das waren die Subjekte. Unter diesen Subjekten gab es großartige Kabarettisten, Sängerinnen, alle beschäftigten sich mit Erdöl. Und obwohl Shafranik dagegen aufgetreten ist, vergrößerte sich die Liste von diesen Leuten immer mehr. Das Erdöl wurde verschleudert. Man muss bedenken, dass es damals ziemlich wenig davon gab. Und bevor Putin Präsident wurde, habe ich gesagt, man muss alles in diesem Land in Ordnung bringen. Sowohl Erdöl und Gas als auch Staatswesen. Was Putin gemacht hat, war eine fundamentale Arbeit. Warum hat Jelzin solche Entscheidungen getroffen? Er hatte keine Wahl. Dass solche aneinander verknüpften Dinge, die in Russland nicht erforscht werden, ohne internationale Unterstützung gab es Jelzin als Politiker überhaupt nicht. Man nahm einfach das russische Erdöl und Gas und hat nichts dafür bezahlt. Gar nichts? Gar nichts. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Unkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Schauen Sie sich die zusätzlichen Ausgaben an. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für juristische Dienstleistungen erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben fürs ausländische Personal erhöht. Fast ums Zweifache wurden die Ausgaben für Geschäftsreisen erhöht. An dieser Stelle muss man bedenken, damit Russland sein Erdöl nicht bekommt, wurden die Ausgaben der Sachalin Energy ständig erhöht. Dazu gehörten der ums 40-fache erhöhte Preis von Wohnungen für die Mitarbeiter des Unternehmens in der Stadt Juschno-Sachalinsk, Flugtickets, Abstecher mit Mädels am Wochenende und sogar ein Blasmusikkonzert in Korsakow. Für das alles haben wir mit Erdöl bezahlt. Ja klar, weil das PSA-Gesetz, wenn ausländische Unternehmen auf unsere Shelves kommen, Shell vor allem, ein britisches Unternehmen,
Das bedeutet kein halbe-halbe Prinzip. Nein, das hieß, sie kompensieren sich alle Unkosten durch unser Erdöl und was übrig bleibt, gehört uns. Und als Unkosten haben sie alles, was man durfte und nicht durfte, gelten lassen. Unser Budget ist durch das Abschaffen von dem PSA-Gesetz 3- bis 4-mal größer geworden. Allein durch die Liquidation von PSA. Deswegen denke ich, Putin ist nicht nur ein Präsident oder Anführer, er ist der Anführer der nationalen Revolution. Er persönlich hat alles riskiert. Wie meinst du das? Hat er sein Leben riskiert? Natürlich. Ausländische Geheimdienste können leicht den Präsidenten eines anderen Landes umbringen. Moment. Gaidar Aliyev und kein anderer hat uns Journalisten erzählt, wie in Aserbaidschan ein Attentat auf Putin vereitelt wurde. Wir wollten keine Werbung für uns machen, deswegen haben wir nichts groß erzählt. Der FSB, der russische Geheimdienst, weiß es. Schon bevor Putin hierher kam, wussten sie, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche terroristischen Mittel dem Attentäter weggenommen worden sind. Das war die anstrengendste Operation, die das Sicherheitsministerium von Aserbaidschan in diesem Jahr durchgeführt hat. Dieser Mensch ist irakischer Staatsbürger. Sein Name ist Kanan Ahmed Rostam. Seine weiteren Namen lauten Abdurrahman Buhari, Abu Said Al-Ghurdi, Kanan Magomedov. In der terroristischen Szene kennt man ihn unter diesen Spitznamen. Der echte Name von ihm ist Kanan Ahmed Rostam. Er wurde in Afghanistan und Tschetschenien ausgebildet. Also der Iraker weist eine Spur nach Tschetschenien auf. Zum Terroristen wurde er in Afghanistan ausgebildet. Später hat er an der Seite von Tschetschenen gekämpft. Wann der Plan ausgereift war, ein Attentat auf Wladimir Putin zu verüben, ist schwer zu sagen. Er hatte ein ganzes Arsenal von Sprengstoffen. Das war ein komplexes System, das eine Verbindung zwischen dem übertragenden und empfangenden oder sprengenden Teil herstellt. Unseren Spezialisten war ein ähnliches selbstgemachtes System vorher unbekannt. Und wie wollte er den Präsidenten von Russland in die Luft sprengen? Wissen Sie, diese Geräte funktionieren mit Hilfe von Handys. Es wird nach dem Signal zum Beispiel von Baku aus, das heißt in Reichweite von einem Funknetz, einprogrammiert. Das heißt, das Gerät kann ferngesteuert werden. Wollte er Putin hier in Baku während seinem Besuch töten? Ja, während dem Besuch, nach unseren Informationen. Es wurde ein Bursche festgenommen, der Putin hätte umbringen sollen. Er wurde inhaftiert, später hat er lebenslänglich bekommen. Mittlerweile sitzt er in einem Lager bei Baku. Warum hat sich niemand außer Aliyev und Namik Abazov dazu geäußert? Es ging um den Mord an Wladimir Wladimirovich Putin, dem damaligen Präsidenten von Russland. Hat jemand den Iraker im Lager besucht, um die Details herauszukriegen? Der Junge mit tschetschenischem Hintergrund wollte doch immerhin Putin umbringen. Und wir haben nichts gewusst. Angeblich mit tschetschenischem. Denn Tschetschenien, Dagestan und die ganzen anderen Terrorzellen waren ein komplett ausländisches Projekt. Aliyev äußerte sich dazu. Hast du damals eine einzige Zeile über das Attentat auf Putin gesehen? Darüber hinaus, als wir dieses Material einem Sender angeboten haben, ich will jetzt den Namen des Senders nicht nennen, hat man die Stelle mit Gaidar Aliyev rausgeschnitten. Dieses ganze Fragment, als hätte es kein Attentat auf Putin gegeben. Sie haben einfach eine Schere genommen und die ganze Stelle vor der Ausstrahlung zensiert. Wie Berezovsky gesagt hat, das war ein gesteuertes Chaos. Ich habe diese Zahlen nicht gekannt. Als Putin das PSA-Gesetz abgeschafft hat, vergrößerte sich der Staatshaushalt um das 3- bis 4-fache. Und die Einnahmen von Erdölsteuern nach dem Yukos-Fall um das 80-fache. Ums 80-fache. Der Grund dafür war, dass die Unternehmen nach dem Yukos-Fall einfach angefangen haben, wie es sich gehört, nach russischen Gesetzen Steuern zu zahlen. Sie wollten gar nichts zahlen. Natürlich nicht. Yukos, also Chodorkowski, auch nicht. Chodorkowski hat in seinem Brief aus dem Totenhaus, eine Anspielung auf das Buch von Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Totenhaus, ganz klar gesagt, Russland ist ein Jagdgebiet. Warum wissen wir davon gar nichts?
Die sind doch nicht nur Diebe, sondern auch Mörder. Auf dem Konto von Chodorkowski sind Dutzende von Toten. Manche sprechen von 72 Menschenopfern. Wir reden jetzt nicht von den Killer-Ehegatten Gorins, die in Tambov getötet wurden. Man hat nicht einmal ihre Leichen gefunden. Nein, wir sprechen von der Volksartistin von Russland, Regisseurin Svetlana Vragova. Chodorkowski hat versucht, sie zu beseitigen. Und wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Sie ist künstlerische Leiterin des Theaters Modern. Am Anfang der 90er hat Chodorkowskis Bank Vinatep aktiv Immobilien erworben. In Pokrovka, in der Kolpatschny-Gasse, sind einige Menschen umgebracht worden. Aber die Schuld von Chodorkowski konnte nicht nachgewiesen werden. Der Mord an Alexander Konchatov, der Fall von Svetlana Vragova, die Zwangsräumung von der Arbeitsbeschaffungsorganisation Neue Initiative. Chodorkowski hatte es auf den Bezirk in der Nähe von der Kolpatschny-Gasse abgesehen. Das Interessanteste, das Bezeichnendste war, am Boden lag ein Buch von Maria Knebel, der Schüler und die Schülerin. Und auf dem Bild von ihrem Gesicht, das darauf abgedruckt war, war ein schrecklicher schwarzer Fußabdruck. Hat Chodorkowski zugegeben, dass er das veranlasst hat? Er hat sich später bei mir entschuldigt. Er hat es zugegeben. Er sagte, um Gottes Willen, verzeihen Sie mir, ich habe nicht gewusst, dass Sie das sind. Also hat er praktisch eingeräumt, dass dies sein Werk war. Natürlich. Und der Mord am Nachbarn? An Alexander Konchatov. Hier steht das Gebäude der Bank Menatep und etwas weiter im Hof steht dieses Haus. Wie lange hast du in dem Haus gewohnt? Ungefähr 10 bis 15 Jahre. Und sie haben alle außer euch zur Räumung gezwungen? Ja, alle sind ausgezogen und ich nicht. Sie kamen zu mir ins Theater und haben versucht, einen Deal mit mir zu machen. Ich sagte zu denen, lasst mich in Ruhe. Dann haben sie verstanden, dass es nicht klappen wird. Eines Tages kam ich nach Hause. Vor meinem Haus standen mit Maschinenpistolen bewaffnete Männer. Als ich aufblickte, stellte ich fest, dass die Fensterrahmen ausgetauscht worden sind. Der Kühlschrank hat gefehlt und die Eingangstür stand offen. Ich habe sie ganz naiv gefragt, wo sind die Fensterrahmen? Was ich später sah, sehen Sie jetzt. Ich stand komplett unter Schock. Ähnliches sieht man wahrscheinlich in Tschetschenien, nachdem eine Bombe eingeschlagen ist. Die Wände wurden durchgebohrt, sämtliche Möbel fehlten, die Bibliothek war weg. Dieses kleine Büchlein hat anscheinend niemand gebraucht. Ich muss sagen, ich habe niemals vorher den Zustand der Schwerelosigkeit erlebt, wenn du nicht verstehst, ob du auf Erden oder im Himmel bist. Also der Bezug zur Realität verschwindet vollkommen. Wir brachten eine Kamera, aber die bewaffneten Männer wollten uns nicht reinlassen. In meine Wohnung. Sie sagten, wir wissen gar nichts. Es haben ukrainische Arbeiter die Tür aufgesperrt und alles weggebracht. Das Schrecklichste an dieser Geschichte war, dass niemand helfen wollte. Ich ging zur Polizei. Da sah ich einen Polizisten, der seinen Bauch gekratzt hat. Der Bauch ragte weiter heraus, als man es gewohnt ist. Nebenan stand ein uralter Mercedes, den er wahrscheinlich kurz davor geschenkt bekam. Der Polizist hat mich ausgelacht, während ich ihm erzählt habe, ich hatte eine Wohnung, jetzt habe ich gar nichts, weil alles gestohlen wurde. Er sagte, gehen Sie vor Gericht. Ich ging zu einem Rechtsanwalt, der wollte mir aber auch nicht helfen. Ich war in einem komischen Zustand. Wie gefällt dir die Geschichte von Svetlana Vragova? So hat sie ihre Wohnung verloren. Chodorkowski hat die Wohnung gestohlen. Man hatte den Eindruck der Narrenfreiheit, die in den 90er Jahren immer größer wurde. Das war die Zeit, als einige dachten, dass man alles darf. Das waren die 90er. Und jetzt? Jetzt kommen wir zurück zum Erdöl. Sag mir bitte, dein Buch, Wofür sitzt Chodorkowski, wurde wenigstens einmal wieder veröffentlicht. Es wurde nur einmal veröffentlicht. Wie groß war die Auflage? 5000. Im Prinzip ist es keine kleine Auflage. Ich will dich jetzt auf keinen Fall beleidigen, aber kannst du mir sagen, wie viele Artikel weltweit, die dem Fall von Chodorkowski gewidmet waren, erschienen? Viel mehr als 5000. Und wurden wenigstens in einem Artikel die Namen der Chodorkowski-Opfer genannt? Solche wie Konchatov, Vragova? Chodorkowski brauchte das Gebäude, in dem die Wohnung von Vragova war, weil seine Bank im selben Hof war. Wenn ich wegziehen wollte, wurde getötet. Vragova weigerte sich, man hat sie beraubt. Sie hatte Glück, dass sie vermochte, irgendwelche Leute aus dem Kriminalmilieu zu finden, die Chodorkowski gekannt haben. Ich war im Theater in meinem Zimmer, es war 0.30 Uhr. Ich hatte außer einer Datscha kein Zuhause mehr. Ich rief Konstantin Schabakow an, er war erster Stellvertreter des Kultusministers. Er sagte, Svetlana, ich kann dir nicht helfen. Ich habe aufgelegt. Eine halbe Stunde später hat er aber wieder angerufen. Er sagte, ich habe hier jemanden vor mir. Dann ging die Geschichte los. Du sollst einen Alexander Sergejewitsch mit dem Handy anrufen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich hatte auch kein Handy. Ich ging zu bekannten Geschäftsmännern, die haben mir so ein Handy gegeben. Dann plötzlich kam die Stimme. Hallo, Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Als ich ins Theater
Theater kam, kam ein Anruf von der Menatep Bank. Sofort? Ja, sofort. Und wer war dieser Alexander Sergejewitsch? Das blieb unbekannt. So war Chodorkowski gezwungen, Vagova eine Wohnung zu kaufen. Die anderen wurden aber im Treppenhaus erschossen. Hat man ein Strafverfahren wegen dieser Vorfälle eingeleitet? Nein. Warum nicht? Weil zu der Zeit Geld wichtiger als Gewissen war. Und heute, ich wiederhole es nochmal, der Mann, der lebenslänglich für das Attentat auf Putin bekommen hat, jeder kann ihn interviewen, interessiert aber niemanden. Dein Buch ist auch uninteressant. Es werden keine Neuauflagen gedruckt. Warum ist es für uns so uninteressant? Und das Erdöl, dass die Steuereinnahmen nach dem Fall von Yukos ums 80-fache gestiegen sind, dass der Staatshaushalt nach der Abschaffung des PSO-Gesetzes sich ums 3- bis 4-fache vergrößert hat, und weiß man, wie Menschen auf Sachalin gelebt haben, bevor Putin in die dortige Situation eingegriffen hat? Der Staatshaushalt wuchs um das 3- bis 4-fache. Wir wissen aber nichts davon. Anscheinend spüren wir das. Warum ist es uninteressant? Ich denke, die Leute sind übersättigt mit Informationen. Ach wirklich? Weil die Wahrheit nicht das ist, was sie ist, sondern was für Wahrheit erklärt wird. Das ist eine Eigenschaft einer satten Gesellschaft. Dass man sich für die Wahrheit nicht interessiert? Ja, man interessiert sich vielmehr für Konsum, Gesundheit letzten Endes. Ich glaube allerdings nicht, dass das so schlimm ist. Jetzt nochmal zurück zum Jahr 2003, Sachalin. Was ging dort genau vor sich? Wie Menschen, russische Staatsbürger dort gelebt haben. Dort, wo es so viel Erdöl und Erdgas gibt, als Menschen in unbeheizten Wohnungen gelebt haben. Heißes Wasser gab es hier seit 1980 nicht mehr. Seit 1980? Nie, nie gab es das. Und zahlen Sie alle Nebenkosten? Ja, natürlich. Ich musste meine Wohnung verlassen, weil es nicht mehr ging. Auf Sachalin beheizt man seit 4 Jahren nicht mehr. Wir heizen mit kleinen Heizungsanlagen, aber die sind sehr teuer. Wir alle wohnen in einem Zimmer. Alles ist zu. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich zuletzt ausgezogen habe. Man muss sich aber irgendwie waschen. Ich fühle, dass ich keine Lust zu leben habe. Das hat man im Jahr 2003 aufgenommen, als Sachalin erfror. Wir befinden uns jetzt vom Kindergarten Ryabinka. Kinder können sich unmöglich in diesem Kindergarten aufhalten. Die Temperatur drinnen beträgt 1 Grad Celsius. Das geht ja nicht. Meine Tochter geht in die Kunstschule für Kinder. Gestern, als wir kamen, betrug die Temperatur dort 1 Grad Celsius. Für Kinder ist es unerträglich. Wenn sie durch den Flur laufen, rutschen sie aus. Die Lehrer hätten eigentlich ein Denkmal für ihre Leistung verdient. Als Sachalin erfror, transportierten Shell und andere Unternehmen von dort aus das russische Erdöl weg. Der Staat hat angefangen, den Außen- und Innenmarkt zu kontrollieren, insbesondere den Verkauf von Erdöl. Ja, das ist immer noch dieselbe Frage. Um welchen Preis hat Putin das geschafft? Nun zeigen wir noch einen Ausschnitt aus unserer Sendung von 2003. Sachalin erfriert, aber wir schulden den Amerikanern, die unser Erdöl nach dem PSA-Gesetz wegtransportierten, Millionen von Dollar. Das ist eine interessante Frage und es ist gut, dass sie immerhin von jemandem gestellt wurde. Man muss die Bedingungen vom Production Sharing Agreement bezüglich Sachalin 1 und Sachalin 2 lesen, die anscheinend vorher von niemandem gelesen wurden. Schreckliche Bedingungen für Russland. Ja, schreckliche kriminelle Bedingungen, besonders was Sachalin 2 angeht. Wie viel verlieren wir durch diese Abkommen, wir die Russische Föderation? Momentan schuldet Russland den Amerikanern über 700 Millionen Dollar. Wir schulden den Amerikanern noch Geld, nachdem wir ihnen auf unserem Shelf zu arbeiten erlaubt haben? Ja, wir schulden ihnen Geld. Das Land ist mit 723 Millionen Dollar im Minus. Wofür? Das ist doch unser Erdöl. Sie haben doch daran verdient. Ich kann das nicht verstehen, warum wir diese Summe schulden. Fast 1 Milliarde Dollar. Ramazan, ich kann mich gut an dieses alte Gespräch erinnern. Wir haben das wahre Volksdrama gezeigt. Das Drama von den Leuten, die ihr Eigentum abgegeben haben. Und dafür, dass sie es abgaben, erlitten sie noch zusätzlich Verschuldung. Und sie selbst mussten frieren, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Man sagt, die halbe Stadt wird zentral beheizt, diese Hälfte aber überhaupt nicht. Rohre wurden zwar verlegt, aber die sind nicht isoliert. Von denen kommt keine Wärme. Wasser gibt es nur im Erdgeschoss und ein wenig im ersten Stock. Der Rest hat kein Wasser.
Welche Temperatur ist drinnen? Die Wärme wird durch Elektrizität aufrechterhalten. Es gibt solche, die ehrlich Stromrechnungen bezahlen und solche, die den Strom nicht bezahlen, weil das Leben sie dazu zwingt. Manche haben 3 Kinder. Versuchen Sie mal bei dem Frost Wäsche für Kinder zu waschen. Der Strom ist teuer. Während die Leute die Wärme gestohlen haben, haben die amerikanischen Unternehmen unser Erdöl im Rahmen des Abkommens Sachalin 2 gefördert und wegtransportiert. Und 2004 schuldete Russland obendrein den Amerikanern 1 Milliarde Dollar dafür, dass sie unser Erdöl förderten und wegtransportierten. Das klingt wild, aber genau so war das. Das war eine Tragödie. Die Leute haben vergeblich nach der Antwort auf die Fragen gesucht, die sie sich damals aufwarfen. Jelzin hat geschwiegen. Ich möchte das noch einmal betonen. Selbst im okkupierten Irak gibt es gewisse Mächte, die zugeben, dass es eine Schande ist, dass alle Ressourcen den Amerikanern nach dem PSA übergeben worden sind. Erinnern Sie sich an die Äußerungen, dass Russland ein armes Land sei, es tauge zu nichts, wir hätten keine Technologien, wir würden niemals Geld haben. Im Klartext, die wichtigste Aufgabe von Russland besteht darin, sich zu ergeben, sich sozusagen herzugeben. Unter anderem hatte man eine Idee. Darunter waren einige aus der Partei Yabloko, zu der ich mal gehörte, in Umlauf gesetzt, dass in 10 Jahren Erdöl von niemandem mehr gebraucht werden würde. Versteht ihr denn gar nichts? Jetzt ist die thermonukleare Synthese angesagt. Man müsste so schnell wie möglich unter beliebigen Bedingungen Erdöl loswerden, weil es schon morgen nicht mehr abzusetzen wäre, da es niemand mehr braucht. Hat Jawlinski das wirklich geglaubt? Die 49 Jahre, die ich lebe, erlauben mir zu behaupten, dass es keine Idioten in der Regierung gibt, nicht einmal in ihrer Nähe. Ich habe mich mit Sachalin 2 beschäftigt. Ich glaubte und glaube immer noch, dass es absolut richtig ist. Erstens locken wir riesige Investoren an, Milliarden von Dollar. Wir als Land Russland, gestern, heute und auch morgen, schaffen es nicht, solche Investoren anzulocken. Ich meine unsere russischen. Das Interessanteste ist, dass die Position von Viktor Tschernomyrdin, der diese Katastrophe unterstützt hat, auch heute dieselbe ist. Und die von Jawlinski ebenfalls. Er verlor gegen uns den Prozess wegen diesem Material. Auch heute hat sich seine Position nicht geändert, trotz den Äußerungen von Wladimir Putin. Wir bekommen jetzt gar nichts, obwohl Erdöl seit einigen Jahren gefördert wird. Und wenn sich die Umkosten erhöhen, werden wir noch weitere 10 Jahre nichts bekommen. Wir hören Putin. Sein Auftritt schien ruhig, gewöhnlich und alltäglich zu sein. Der Maßstab der Sache, von der er spricht, ist nicht herauszuhören. Der Preis war sehr hoch. Die westliche Welt, außer Deutschland und Frankreich, hat über ihm ein Scherbengericht veranstaltet. Für das zurückeroberte Erdöl, die ganze angelsächsische Welt, alle 7 Schwestern waren gegen ihn, weil Britannien die strategische Linie hatte, seine Erdölsicherheit auf Kosten von Russland zu bekommen. In den 90er Jahren haben sie sehr aktiv daran gearbeitet. Warum nenne ich Putin Anführer der nationalen Revolution? Weil er sich mit dem System angelegt hat. Er hat sich persönlich mit dem in Russland von Ausländern geschaffenen System angelegt. Gegen das Regierungssystem, das wirtschaftliche System, das System der Verwaltung und der Sicherheit. Gegen alles, und zwar persönlich. Er hat einen Umbruch in der Entwicklung von Russland geschafft. Das heißt, Russland begab sich aus einem kolonialen Zustand heraus Richtung Souveränität. Und was kommt weiter? Es wird einen Kampf geben. Also der eigentliche Kampf steht noch bevor. Natürlich. Unter anderem auch ums Erdöl? Ja, natürlich. Sie haben das gut erkannt. Uns wurde befohlen, nichts zu wissen, beziehungsweise man hat nichts davon erzählt. Kleine Reportagen spielten keine Rolle. Selbst wenn das von jemandem gehört wurde, wird es sofort vergessen. Es gibt keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Frage. Ich habe mich extra ungefähr 1,5 bis 2 Monate vor den Wahlen in Amerika mit Obama getroffen. Seine Position in Bezug auf Russland war ganz einfach. Die vorherige US-Regierung von Bush hat Russland unterschätzt. Obama sagte, Bush ist ein Fehler bei der Einschätzung Russlands unterlaufen. Er hat Putin, Russland und sein Potenzial unterschätzt, seinen Willen unabhängig zu werden. Also als Obama an die Macht kam, ist die amerikanische Finanzierung von russischen Medien ums Vielfache gestiegen. Evgeny, das ist ein sehr spannendes Thema. Wofür bekommt man eigentlich Dollar in Russland? Unter anderem auch einige Kollegen von uns. Informationskriege sind vor allem gegen diejenigen gerichtet, die unser Land retten. Das Ergebnis unserer journalistischen Recherche mit Argumenten und Beweisen sehen Sie in der 2. Folge des Films Der unbekannte Putin.
Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Ja, hallo? Oleg Dmitrievich. Ich grüße Sie. Hallo, Oleg Dmitrievich. Ich grüße dich, du Held der sozialistischen Arbeit und hervorragender Industrieller. Ich habe eine einzige Frage, Oleg Dmitrievich. Wie groß waren die Einnahmen der sowjetischen Rüstungsindustrie 1991, als alles in die Brüche ging? Ungefähr 20 Milliarden Dollar. Kam das durch den Verkauf unserer Waffen auf dem Weltmarkt? Ja. Und wie viel haben die Amerikaner 1991 verkauft, zum Vergleich? Ungefähr genauso viel. Also war es gleich hoch, 20 bei der UdSSR und 20 bei Amerika. Ja. Und 1992, als Gaida und Chubais kamen? Wir sind auf 5 Milliarden im Jahr abgerutscht, während die Amerikaner auf 35 Milliarden kamen. Nikolai Alexandrowitsch, wir hören diese Zahlen vom Sekretär der Verteidigungsindustrie, Oleg Dmitrievich Baklanow, der ein legendärer Mensch ist. Das Jahr 1991, als alles schwankte. Unsere Einnahmen vom Waffenhandel betrugen etwa 20 Milliarden. Die Einnahmen der Amerikaner waren auch ungefähr so groß. Im Jahr 1992 dagegen, als die jungen Reformatoren kamen, sind wir gleich enorm abgerutscht. Innerhalb von einem Jahr. Und die Amerikaner übernahmen den Markt. Mich wundert das nicht, wie viel in den ersten Jahren gemacht wurde. Wir haben doch Waffen nicht nur an Staaten des Warschauer Paktes verkauft. Unsere wichtigsten Handelspartner waren der Nahe Osten und Indien. Die Mehrheit der Verträge, die zu Sowjetzeiten abgeschlossen wurden, wurden abgebrochen. Wir wussten nicht, wie groß die Ausmaße der ganzen mit der Privatisierung angefangenen Katastrophe waren, die in der Vernichtung der großartigen russischen Fabriken bestand, deren Produktion auf dem Weltmarkt wegging wie warme Semmeln. So viel zum Waffenhandel. Wir haben mit allen Ländern zusammengearbeitet, mit Amerika, mit europäischen Staaten, mit Japan. Und wir haben gesehen, dass sie alle an der Entwicklung der ressourcenbildenden Branchen interessiert waren. Auf der Pariser Messe im Jahr 1991 haben wir 44 technologische Zentren ausgestellt. War das nur Maschinenbau? Ja, nur Maschinenbau. Am Ende der Ausstellung haben wir alles verkauft. Wir hatten 22 gemeinsame Unternehmen, deren Produktion auf den Weltmarkt gebracht wurde. Ja, und wurde alles verkauft? Alles wurde verkauft. Das Jahr 1991 war das letzte. Danach sind alle weggegangen. Welche Branchen wurden komplett vernichtet? Als erstes brach der Gerätebau zusammen, als zweites Elektronik. Man hat ein großes Potenzial geschaffen, aber statt hier zu investieren, haben wir es komplett versaut. Als drittes kam Maschinenbau. Erklären Sie mir bitte, warum die jungen Reformatoren die Unternehmen vernichtet haben, welche das ganze Land ernährt haben. Das waren keine Stadt-, sondern budgetbildende Unternehmen, deren Produktion, ich wiederhole es, genauso wie die amerikanische, auf dem Weltmarkt verkauft wurde, weltweit. Wir bekamen bares Geld, man hat nämlich nicht wie bei Kuba oder Äthiopien auf Raten gezahlt. Wieso kamen ausgerechnet diese Werke unters Messer? Verstehen Sie das etwa selbst nicht? Nein, ich habe darauf keine Antwort. Warum ausgerechnet diese Fabriken? Wie die Fabrik in St. Petersburg, die Systeme der computergestützten numerischen Steuerung herstellte. Das war ein nagelneues gemeinsames Unternehmen mit Italien. Da fing man plötzlich an, statt CNC-Systeme für Maschinen, Zigaretten der Marke Peter der Große herzustellen. Diejenigen, die das Russland-Konzept entwarfen, haben in ihm keinen Platz für Entwicklung des industriellen Potenzials vorgesehen. Sie brauchen Russland als Ressourcenquelle. Von Russland brauchen sie nur Erdöl, Gas und Erz. Wenn sich CNC-Systeme und Sukhoi-Flugzeuge gut verkaufen ließen, wie kann einem die Idee kommen, statt Su-27 chinesische Fahrräder zu produzieren? Putin hat allerdings dieses großartige Unternehmen gerettet, aber davon reden wir später. Jemand hat es so gewollt. Man nahm Fabriken und Geld und verschwand.
Das ist der zweite Teil unseres Gesprächs davon, um welchen Preis ein Mann es geschafft hat, das Letzte, was zu retten war, zu retten. Ich werde Ihnen eine sehr wichtige Frage stellen. Warum gibt es heute, im Jahr 2011, keine Liste der zerstörten Fabriken? Der zerstörten Fabriken. Der im Laufe der Privatisierung zerstörten Fabriken. Wie die Atom-U-Boot-Fabrik in Komsomolsk am Amur. Wer hat sie gekauft, Gennady Ivanovich? Das ist eine Frage an Gennady Raikov. Ich war in dieser Fabrik. Da standen U-Boote, solche wie die Kursk. Die unvollendeten, die einfach herumstanden. Als Putin sich mit dieser Fabrik zu beschäftigen begann, konnte man keinen Besitzer finden. Der Staat beschloss, sie aufzukaufen, aber man konnte den Besitzer nicht finden. Letztendlich fand man ihn auf den neuseeländischen Inseln. Er sagte, wollt ihr sie kaufen? Von mir aus. Wie kam es dazu, dass eine solche riesige Atom-U-Boot-Fabrik an eine Privatperson verkauft wurde? Mittlerweile ist sie in Staatsbesitz. Putin hat sich persönlich mit der Sache befasst. Das Schwierigste war, die Besitzer zu finden. Sie haben vergessen, dass sie eine Fabrik haben, weil sie von ihr keine Einnahmen erhielten. Ja, das ist wahr. Wir sprechen von einem geheimen Verteidigungsunternehmen, das solche U-Boote wie die Kursk herstellte, die mit einem fast fertigen, funktionierenden Atomreaktor an Bord versehen waren, der jeden Augenblick hätte explodieren und ein kleines Tschernobyl veranstalten können. Das eine U-Boot war, wie Sie gesagt haben, zu 90% fertig. Der Reaktor war bereits in Betrieb. Das Unternehmen gab Unsummen aus, damit er im Warmen funktioniert. Im Zuge der ganzen 90er Jahre hat Viktor Ishajew, der damals Gouverneur der Chabarowsk-Region war, er erzählt gerade, was es ihn gekostet hat, dass die Fabrik wieder verstaatlicht wurde, allen Ministern und Vizepremiers die Gefahr nahegelegt, was kommen könnte, wenn Chubais den Strom in Komsomolsk am Amur abstellen würde. Wir durften das nicht zulassen, sonst wäre es zu einem kleinen Tschernobyl gekommen. Nicht mehr und nicht weniger, nicht mehr und nicht weniger. Warum gibt es keine Liste von den zerstörten Branchen? Von den ganzen Branchen, deren Vernichtung Putin wie durch ein Wunder gestoppt hat. Es fehlt nicht nur diese Liste. Das waren solche legendären Unternehmen wie Roter Proletarier oder die Sergo-Orschenikidze-Fabrik in Moskau. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht einmal eine Liste davon, was wir verloren haben. In keinem anderen Land des ehemaligen sozialistischen Lagers wurde die Industrie dermaßen zerstört wie in Russland. Man hat uns das Wichtigste gestohlen. Die Spitze der Zerstörung war gegen die wichtigsten Institute für technologische Entwicklung gerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich alle gewundert, wie schnell die UdSSR technologisch konkurrenzfähig wurde. Sie kamen zu uns und haben alles übernommen. Meinen Sie auch die Kosmosindustrie? Ja. In den Zeiten des Eisernen Vorhangs hat unsere Regierung verstanden, dass eigene Technologien absolut unumgänglich sind. Gerade deswegen wurden die wichtigsten wissenschaftlichen Branchen vernichtet. Solche wie Elektronik, Maschinen- und Gerätebau. Das ist doch ein Mythos, dass die UdSSR kurz vor dem Zerfall nichts zustande brachte. Sie war an dritter Stelle vom Bruttoinlandsprodukt her, und zwar nicht nur durch Waffenhandel. Beim Waffenhandel war sie die Nummer zwei. Sowjetische Wälz- und Gelenklager waren die besten weltweit. Und alles kam unters Messer. Reformen sind eine organisatorische Waffe zur Objektvernichtung, die längst in einem Buch beschrieben wurde, das von kompetenten Menschen mit Vergnügen gelesen wird. Das Buch heißt Bekenntnisse eines Economic Hitman. Es wurde von einem Amerikaner geschrieben, der bei den Konzernen gearbeitet hat, die sich mit Vernichtung anderer Länder beschäftigten. Er hat ausführlich geschildert, wie mit Hilfe der Reformen Länder vernichtet werden. Im Grunde könnte man verheerendere Waffen wie zum Beispiel Lebensmittel verwenden und damit die Bevölkerung töten, was man nicht alles machen kann. Sergej, mir wird gerade klar, wie schlecht wir es verstehen, welches Erbe Putin antrat. Im Jahr 2000 hat Russland endgültig folgende Branchen verloren: Elektronikindustrie, Putin rettete, was er konnte, Schiffbau, zivile Schiffe vor allem, Tragflügelboote hat Putin aber bewahrt, Industrie der Verbindungsgeräte, Gerätebau hat Putin gerettet, schweren Maschinenbau, die Presswalzenfabrik in Jekaterinburg hat Putin gerettet, Maschinenbau hat Putin gerettet, Leichtindustrie, wo ist der russische Flachs hin? Es gibt ihn seit 2000 nicht mehr.
Aber in Kostroma gibt es ihn wieder und Ivanovo wurde eine Fabrik wiedereröffnet. Putin hat vom Volk, das vom Grauen jener Zeit gepackt wurde, einen unglaublichen Kredit an Vertrauen und Erwartungen erhalten. Er schuf die sogenannte Machtvertikale. Warum ist ihm das eine gelungen und das andere nicht? 2000 hat er verstanden, dass dank Jelzin alles am Abgrund stand. Putin hat aber vermocht, die Katastrophe abzuwenden. Lassen wir uns diese Frage von Jaurès Alföhrov beantworten. Ich habe dem Nobelpreisträger nur eine Frage gestellt. Wenn wir, die Russische Föderation, heute uns das Ziel setzen würden, eine Atombombe zu bauen, würden wir das wie Stalin nach dem Krieg schaffen? Heute eine zu bauen? Natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht, das wäre unmöglich. Ein nukleares Projekt erfordert vor allem große Ausgaben. Das Manhattan-Projekt kostete über 2 Milliarden Dollar. Das waren selbstverständlich die Dollar der frühen 40er Jahre. Das bestätigen alle Wissenschaftler. 1945 nach Hiroshima ging die intensive Arbeit an einer Atombombe in der UdSSR los. Und 1949 hat sie eine nach 4 Jahren Arbeit gebaut. 2 Faktoren haben dabei die entscheidende Rolle gespielt. Die hochqualifizierte Physikschule vom Akademiker Joffe und die Schnelligkeit, mit der man die Atomindustrie erschaffen hat. Die UdSSR baute eine Atombombe 4 Jahre nach dem Krieg. Putin hat die Physikschule vom Akademiker Joffe vor dem Zerfall gerettet. Auch das Wladimir Fortow-Institut in Moskau wurde wie durch ein Wunder gerettet, wobei es 2000 kurz vor der Vernichtung stand. Putin hat den Zusammenbruch gestoppt und rasch das Tempo des Abrutschens verlangsamt. Da im Lande eine Jägerklasse entstand, die alles auffraß, begann Putin sie aufzuräumen, indem er ihr akute Probleme bereitete. Er hat aber die Grundlage nicht verändert. Was ist primär? Russland für den Kapitalismus oder der Kapitalismus für Russland? Putin ist es natürlich nicht gelungen, die Menschen zu verändern, obwohl er in vielerlei Hinsicht das Land verändert hat. Hätte man die Oligarchen verändern können? Die oligarchischen Prozesse waren lange vor Putin zu weit gekommen. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Im ersten Teil unseres Films hat Gaidar Aliyev vom Mordversuch an Putin erzählt, der in Baku während seinem Besuch unternommen wurde. Wir wollten keine Werbung für uns machen, deswegen haben wir nichts groß erzählt. Der FSB, der russische Geheimdienst, weiß es. Schon bevor Putin hierher kam, wussten sie, welche Maßnahmen ergriffen worden sind, welche terroristischen Mittel dem Attentäter weggenommen worden sind. Das war die anstrengendste Operation, die das Sicherheitsministerium von Aserbaidschan in diesem Jahr durchgeführt hat. Dieser Mensch ist irakischer Staatsbürger. Sein Name ist Kanan Ahmed Rostam. Seine weiteren Namen lauten Abdurrahman Buhari, Abu Said Al-Ghurdi, Kanan Magomedov. In der terroristischen Szene kennt man ihn unter diesen Spitznamen. Der echte Name von ihm ist Kanan Ahmed Rostam. Er wurde in Afghanistan und Tschetschenien ausgebildet. Also der Iraker weist eine Spur nach Tschetschenien auf. Zum Terroristen wurde er in Afghanistan ausgebildet. Später hat er an der Seite von Tschetschenen gekämpft. Wann der Plan ausgereift war, ein Attentat auf Wladimir Putin zu verüben, ist schwer zu sagen. Er hatte ein ganzes Arsenal von Sprengstoffen. Das war ein komplexes System, das eine Verbindung zwischen dem übertragenden und empfangenden oder sprengenden Teil herstellt. Unseren Spezialisten war ein ähnliches selbstgemachtes System vorher unbekannt. Und wie wollte er den Präsidenten von Russland in die Luft sprengen? Wissen Sie, diese Geräte funktionieren mit Hilfe von Handys. Es wird nach dem Signal zum Beispiel von Baku aus, das heißt in Reichweite von einem Funknetz, einprogrammiert. Das heißt, das Gerät kann ferngesteuert werden. Als wir das gezeigt haben, haben diejenigen, die die Situation kannten, mit einem Schmunzeln gefragt, warum Karaulov nur von einem Mordversuch an Putin berichtet und von den 4 weiteren nicht. 5-mal war Putin in akuter Lebensgefahr. Das ist noch eine weitere unbekannte Seite von ihm. Warum sage ich denn eine? Es sind eigentlich 5. 5-mal hat er sein Leben riskiert.
Dieses Thema ist abgeschlossen. Warum? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Warum wir gleich im ersten Teil davon nichts gesagt haben? Erstens, ich habe das selbst nicht gewusst. Zweitens, wir reden von den Oligarchen, die Putin nicht zu verändern vermochte. Ein Sprengstoffattentäter namens Pumana stellte sein voll mit Sprengstoff gestopftes Auto unweit vom Kutusowski-Prospekt ab. Die Sprengstoffmenge war so enorm, dass es nicht nur für die Vernichtung des Ehrengeleits von Putin, sondern auch des Nachbarhauses gereicht hätte. Das war angeblich das Werk von der kriminellen Kingisepska-Gruppierung. Ich vermute, dass die Verschwörung gegen Putin nicht mit einem Senator verbunden ist, den es allerdings tatsächlich gab, der das angeblich aus Rache veranlasst hat, sondern mit der Deprivatisierung des Brennstoff- und Energiekomplexes in Baschkirien. Das ist meine Version. Man hat auf Putin gewartet, man hat zufällig Kabel, die aus Pumanas Auto ragten, bemerkt, was der Grund für seine Festnahme war. Und auf dem Polizeirevier starb er, nachdem er von einem Polizisten einen Schlag auf die Brust abbekam, da er Herzprobleme hatte. Aber das Wichtigste ist, dass man Putin auflauerte. Und das ist der baschkirische Brennstoff- und Energiekomplex, der privatisiert wurde. Als Putin sich zu interessieren begann, zu welchem Preis er verkauft und von wem die Einnahmen kassiert wurden, hat man dieses Auto abgestellt. So sind die Oligarchen. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich bin nur ein Journalist und das ist meine Version. Aber ich glaube, dass ich recht habe. Auf Putin hat man gewartet. Wer? Das war ein Gruß aus Ufa, der Hauptstadt des sonnigen Baschkirien. Baschkiriens Rolle in diesen Prozessen war nicht so bedeutend wie die Interessen von großen oligarchischen Gruppen. Noch gewichtiger waren die Interessen von den Ausländern, die an der Fortsetzung von Putins Tätigkeit nicht interessiert waren. Heute findet eine Kampagne statt, die das Ziel hat, uns von sämtlichen Errungenschaften der Sowjetunion zu befreien. Damit Russland nie wieder wirtschaftlich, politisch, kulturell, wissenschaftlich und sozial eine Gefahr für diejenigen darstellen kann, die die Welt beherrschen. Wir haben vorhin gehört, dass Putin die Grundlage für seine Macht nicht verändert habe und dass er sich auf dieselben Oligarchen stützen würde. Diese wären viel reicher als zur Zeit von Jelzin geworden. Er hat keine neue Richtung eingeschlagen und das ist seine Zwiespältigkeit, die man auszunutzen versucht. Die russischen Bürger haben 1991 für Kapitalismus gestimmt, indem sie Jelzin gewählt haben. Sie haben sich in diese kapitalistische Richtung begeben. Schafft doch irgendeinen rheinisch-industriellen Nationalkapitalismus. Aber das tut ihr doch gar nicht. Dem stimme ich nicht zu. Putin hat den Charakter des russischen Staates so verändert, dass das Leben von Menschen mittlerweile nicht mehr von den Oligarchen abhängt. Ich kann mich gut erinnern, wie es in den 90ern zuging. Damals gab es ein Beamtenquotensystem. Jeder Oligarch hatte eigene Beamte. Die ganz Großen hatten hunderte Beamte, die kleineren etwas weniger. Die einzige Aufgabe eines Ministers damals bestand darin, für das Wohlergehen des Geschäfts von seinem Oligarchen, dem er seinen Posten zu verdanken hatte, zu sorgen. Was haben Sie mit dem Land angestellt? Die Amerikaner hatten diesen berühmten Plan, mit hunderten Atombomben die Sowjetunion anzugreifen. Vor allem die Städte standen auf der Liste, in denen sich die größten Fabriken befanden. Über 300 Städte, wie Tschelabinsk, Rostow, Lubetzi bei Moskau, wo es eine Landmaschinenfabrik gibt, wenn es keine Landmaschinen gibt, gibt es keine Ernte, hätten vernichtet werden sollen. Kann mir jemand erklären, warum die Privatisierung genau nach dem Schema dieser Liste verlief? Besteht da ein Zusammenhang? So haben die Jungreformatoren die Fabriken zerstört. Dasselbe Schicksal hat später den Flugzeugbau ereilt. Die ganze Wissenschaft ging unters Messer. Und in diesen Gebäuden haben später Salons, Büros, Einkaufs- und Unterhaltungszentren eröffnet. Wie konnte einem die Idee kommen, die einzigartigen thermokonstanten Hallen der St. Petersburger Maschinenbaufabrik in Lager zu verwandeln? Welche reiche Fantasie man haben muss. Oder haben Sie nicht verstanden, was Sie da machen? Also diese Fabrik und die nebenan samt dem Forschungsinstitut wurde von der Firma Möwe Plaza gekauft. Was ist das denn für eine Firma? Wenn man durch Moskau Richtung Schukowka fährt, sieht man hier und da Schilder von ihr.
Das stimmt absolut. Im Klartext heißt es, die Amerikaner haben die Zerstörung der Raketenindustrie veranlasst. Und jetzt lass uns zurückblicken. Das berühmte Raketenwerk Votkinsk hat es doch geschafft, die Bulava zum Fliegen zu bringen, trotz Mangel an eigener Gummiindustrie. Wir hatten eine einzige Fabrik, die an der Wolga Gummi für Atom-U-Boote herstellte, aber sie wurde vernichtet. Jetzt kaufen wir Gummi von den Chinesen. Aber das Raketenwerk Votkinsk wurde gerettet. Dass sowohl die Rakete Bulava als auch Topol-M endlich zum Fliegen gebracht werden konnten, ist die Errungenschaft von Putin. 1992 hat der Vertreter des Direktors vom Chrunichev-Raketenwerk versucht, eine Rakete ohne Zünder, versteht sich, nach Australien für einen Vergnügungspark zu verkaufen, um das Werk irgendwie vor der Schließung zu retten. In ihren Hallen standen einige RS-56. Sind das Raketen? Ja, genau. Also in Australien hat man Vergnügungsparks gebaut, in welchen man in einem Bunker die sowjetische Gefahr überleben oder eine Rakete anheben und herunterlassen konnte. Die Australier haben schon etwas vom Chrunichev-Raketenwerk gekauft und man wollte ihnen noch etwas verkaufen. Und wie sieht es heute mit dem Maschinenbau aus? Sehr gut. Die führenden Fabriken befinden sich in der Moskau-Region. Auf den Weltmärkten lässt sich die Produktion von ihnen gut verkaufen. Der Branche geht es mittlerweile prächtig, das haben auch unsere Regierungsleute beim Besuch des Konstrukteurbüros bestätigt. Dort ist jetzt alles in Ordnung. Aber damals sind die Emissäre dieses Werks nicht nur bis nach Europa und China, sondern bis nach Australien gekommen. Lasst uns das Problem nicht vereinfachen. Was war der Grund für die Entstehung des Chemisov-Konzerns? Warum wollte man alle übrig gebliebenen Werke unter einen Hut bringen? Jetzt zurück zur berühmten amerikanischen Liste der mit Atombomben zu vernichtenden russischen Städte. Exakt nach dem Schema von dieser Liste rettete Putin die Fabriken. Putin wird von ihnen als Zerstörer ihrer Pläne in Russland und somit als Störenfried bei ihren Weltherrschaftsplänen angesehen. Oder ist er einfach der Zerstörer der Einpolwelt, die während den 90ern einpolar wurde? Ja, einmal sagte uns Igor Spassky, man darf die Entstehung einer Einpolwelt nicht zulassen. Auf keinen Fall. Können wir das jetzt verhindern? Theoretisch verstehen wir das. Wir sprechen davon, aber momentan ist es schwer für uns, ein Gegengewicht zu den Amerikanern zu schaffen. Eine Einpolwelt ist im Grunde ein Weltstaat und er verteidigt sich mit verschiedenen Mechanismen, was wir am Beispiel der Propaganda der russischen Medien beobachten können. Hillary Clinton hat übrigens gesagt, dass Russia Today, der Sender, der von Putin gegründet wurde, Amerikas Pläne in Libyen ruiniert hat. Das heißt, unser Sender, der die Wahrheit erzählt hat, zerstörte die Propaganda, welche die totale Vernichtung wie die von Hussein befürwortete. Wissen Sie es noch? Das war in den 50ern, als die Amerikaner vorhatten, die Sowjetunion mit über 300 Atombomben anzugreifen. Das wäre der Dritte Weltkrieg gewesen. Man sprach vom Dulles-Plan, als solchen hat es ihn aber nicht gegeben. Das war ein Plan, den die Stabsgeneräle ausgearbeitet haben. Sie hatten spezielle Richtlinien vom US-Präsidenten erhalten. Das war ein Kriegsplan. Das wäre ein Atombombenangriff auf die Städte gewesen, die große Unternehmen haben. Wenn wir die Liste von den zu vernichtenden Städten mit der Liste der von Yegor Gaidar vernichteten Unternehmen vergleichen, lesen Sie einfach Bekenntnisse eines Economic Hitman. Gaidar ist ein Economic Hitman. Alles, was 1991 und später anfing, war ein Liquidationsplan von Russland. Und er wurde konsequent umgesetzt. Jetzt lassen Sie uns tiefer hineinschauen. Was hat Putin gemacht? Davon spricht man nicht. Erstens, Putin hat nicht einfach nur den Zusammensturz des Landes gestoppt, er widerrief bereits getroffene Entscheidungen, Russland zu liquidieren. Die Frage, warum Gaidar und andere Jungreformatoren den amerikanischen Vernichtungsplan, allerdings mit anderen Methoden, die wichtigsten industriellen Städte von Russland mit Atombomben zu zerstören, erfüllt haben, möchte ich dahingestellt sein lassen. Das waren genau die 324 Unternehmen nach dem Plan. Sie wollten am liebsten alle 324 vernichten, aber erledigt haben sie nur etwa 200. Das heißt, nach diesem amerikanischen Plan lief die Vernichtung unserer Unternehmen. Ohne Atombomben. Mit den eigenen Händen. Putin hat von den Werken, wahrscheinlich ohne sich der Parallele zum amerikanischen Plan bewusst gewesen zu sein, die noch zu retten waren, fast die Hälfte gerettet. Man denke dabei an die Rettung von AutoWAS. Ja.
Diese Situation wird bei uns nicht analysiert. Es findet ein Konkurrenzkampf statt, egal wie gut wir befreundet sind. Putin schaffte es, den Lebensstandard in Russland so zu erhöhen, dass die Menschen überleben konnten, weil wir aus den 90er Jahren bettelarm hervorgegangen sind. Es wird wiederum von vielen gesagt, dass die Gaida-Reformen schwer waren. Wenn die Reformen so schwer waren, und Reformen, wie wir wissen, sind ein Werkzeug, um Länder zu vernichten, was ist der wahre Preis der Reformen der 90er Jahre? Wie viele sind ihnen zum Opfer gefallen? Wie viele Menschen sind durch die Reformen ums Leben gekommen? 2 Millionen Menschen. Das war der Preis der Reformen. Das sind diejenigen, die verhungerten oder tödlich erkrankten. Dazu kommen noch die demografischen Verluste. Der Akademiker Tischkow spricht von 2 Millionen. Und seine nicht minder qualifizierten Kontrahenten sagen, welche 2 denn? Das waren doch 11 Millionen. Elf Millionen sind ungefähr die Hälfte derer, die wir im Zweiten Weltkrieg verloren haben. Selbst 2 Millionen wären zu viel gewesen. Jetzt sagen Sie, die patriotisch eingestellten Demografen hätten sich diese Zahl ausgedacht. Der Akademiker Tischkow hätte recht. Aber der Akademiker Tischkow hat direkt gesagt, dass eine Zahl die Einwanderer mit einschließt, wobei die natürliche Abnahme der Bevölkerung diese nicht mit einbeziehen kann. Die Reformatoren geben zu, dass 2 Millionen durch die Reformen gestorben sind. Die Zahl enthält die Ungeborenen und diejenigen alten Menschen, die zu früh sterben mussten, weil sie kein Geld für Arzneimittel hatten. Zähneknirschen geben sie das zu. Das muss man sich vorstellen. 2 Millionen Menschen. 2 Millionen ist ungefähr die Anzahl der Opfer von Pol Pot in Kampuchea. Aber in der Tat sprechen wir heute von 12 Millionen. Ganz zu schweigen von den Ausgewanderten. Die Ausgewanderten gehören ja auch zu den Verlusten der Nation. Sag mir, wenn das ein Holocaust war, warum kennen wir diese Zahl immer noch nicht? Welche Zensur verbietet es unserem Gewissen, alles beim Namen zu nennen? Das ist in der Tat das Erbe, das Putin hinterlassen wurde. Das ist der Grund, warum es immer noch keine neuen Dneprogas und Magnitkas gibt. Jedes Jahr schrumpfte unsere Bevölkerung um 1 Million. Wir sind etwa 145 Millionen. Und die einfache Arithmetik sagt uns, wenn es dabei geblieben wäre, hätte es in 145 Jahren von uns keinen mehr gegeben. Um 1 Million jährlich. Die Sterberate war höher als die Geburtenrate. Wessen Verdienst war es, dass die Geburtenrate um 26% gestiegen ist? Wladimir Wladimirovich Putins und seiner Politik. Aber auch darüber sprechen wir gar nicht. In 5 bis 10 Jahren wird das, wovon Sie jetzt sprechen, allgemein bekannt sein. Deswegen nenne ich ihn den Anführer der nationalen Revolution. Der Revolution, die noch nicht gesiegt hat. Das ist eine wahre Herausforderung. Vergessen Sie nicht, dass Jelzin und Dudajew praktisch den Unabhängigkeitsvertrag von Tschetschenien unterzeichnet haben, was zur Folge hätte haben können, dass alle Republiken nach Unabhängigkeit verlangt hätten. Und das bedeutet Blutvergießen. Das Abkommen von Chasavyurt hätte zum Zerfall der Russischen Föderation führen können. Ich denke, Jelzin wollte, als er Putin die Macht übergab, nicht als letzter Präsident Russlands in die Geschichte eingehen. Er hat es verstanden. Es war ein Wunder, dass der Zerfall des Landes trotz des unterschriebenen Abkommens gestoppt werden konnte. Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand außer ihm selbst? Vergessen Sie nicht, dass Jelzin und Dudajew praktisch den Unabhängigkeitsvertrag von Tschetschenien unterzeichnet haben, was zur Folge hätte haben können, dass alle Republiken nach Unabhängigkeit verlangt hätten. Und das bedeutet Blutvergießen. Das Abkommen von Chasavyurt hätte zum Zerfall der Russischen Föderation führen können. Ich denke, Jelzin wollte nicht als letzter Präsident Russlands in die Geschichte eingehen, als er die Macht Putin übergab. Er hat es verstanden. Heute setzen wir unser Gespräch über Putin an der Stelle fort, wo wir im zweiten Teil unseres Films stehen geblieben waren. Chasavyurt. Wissen wir Russen, dass Boris Jelzin kurz vor den Präsidentenwahlen ein Dokument von General Lebed, dem damaligen Sekretär des Sicherheitsrates, unterzeichnen ließ, das zum Zerfall, ich wiederhole, zum Zerfall der Russischen Föderation hätte führen können? Sind wir uns dessen bewusst?
Nikolai Ivanovich, hat jemand das Abkommen von Chasavjurt gelesen? In ihm stand, dass Tschetschenien jeden Augenblick unabhängig werden darf. Nein, weil das Abkommen erst nachdem man es unterschrieben hat, publik wurde. Warum hat sich niemand interessiert, welche Abmachung Jelzin mit den Tschetschenen kurz vor den Wahlen getroffen hat? Alexander Ivanovich Lebed hat das Abkommen gemacht. So wie in Belovezhskaya Pusha haben sie es erst unterschrieben und danach erst gezeigt. Man kam, um zu verhandeln, und nach den Verhandlungen tauchte plötzlich ein Dokument auf, in dem die Sowjetunion begraben wurde. Genauso war das in Chasavjurt. Niemand will von dieser Geschichte des neuen Russland sprechen, weil das ein direkter Verrat seitens Lebed war. Er wollte das Abkommen von Chasavjurt zu seinen Zwecken nutzen. Wie meinst du das? Er war sich sicher, dass es Jelzin gesundheitlich so schlecht geht, dass er bald neuer Präsident werden könnte. Wer hat ihn zum Einmarsch in Tschetschenien gezwungen? Er hatte doch eine gute Intuition. War das Gratschow? Gratschow auch, aber auch andere aus seiner Umgebung, die nicht zum Militär gehörten. Die sagten, wie lange wollen wir uns das von ihnen noch gefallen lassen? Wir machen sie über Nacht fertig, das wird ein Blitzkrieg sein. Das war ein tragischer Fehler, den er später zu überwinden versucht hat. Man hätte Jelzin zum tschetschenischen Krieg provoziert, haben wir gerade gehört. Er wäre gegebenenfalls bereit gewesen, gegen jede russische Republik militärisch vorzugehen. Es gibt nämlich noch eine unbekannte Seite in unserer Geschichte. Wenn wir schon dabei sind, müssen wir die ganze Wahrheit auspacken. Das war das Jahr 1992. Boris Jelzin war bereit, Kasan anzugreifen. Das war im Jahr 1992, nach seiner Ansprache an die Autonomien. Nehmt euch so viele Befugnisse, wie ihr aufessen könnt. Und unsere Föderationssubjekte haben dem Folge geleistet. Unter anderem hat Tatarstan damals eine eigene Verfassung verabschiedet. Man hätte alles im Guten klären können. Aber Jelzin beschloss, dort den Truppen einmarschieren zu lassen. Es war die Zeit, Steine zu sammeln. Und Jelzin hat eine Gruppe aus Schachrai, Gratschow, Jerin, dem Innenminister und mir bestehend zusammengerufen. Die Aufgabe war, einen Plan zur Eroberung von Kasan auszuarbeiten. Um Gottes Willen, das wäre die Wiederholung der Operation von Ivan dem Schrecklichen gewesen. War das wirklich ernst gemeint? Ja, absolut im Ernst. Damals war die tschetschenische Frage noch nicht so akut? Nein. Das war 3 Jahre vor dem tschetschenischen Krieg. Der Verteidigungsminister sagte, wir haben so und so viele Fallschirmjäger, aber alle Fallschirmjägerflugzeuge sind in der Ukraine geblieben. Der Abwurf von Fallschirmjägern soll doch aus speziellen Flugzeugen erfolgen, aber sie sind alle dort. Wir sollten also durch das Territorium von Tatarstan gehen. Irgendwo dort gab es Pulver- und Rüstungsfabriken, die wir hätten sprengen sollen. Hätten wir das gemacht, wäre die Wolga vergiftet worden. Dann sagte ich, hört mal, warum sollen wir jede Republik militärisch angreifen? Wir können das von unseren Juristen erledigen lassen. Die russischen Truppen hätten in Kasan einmarschieren können? Ja, das war der Befehl von Jelzin. Wenn die Gruppe die Entscheidung getroffen hätte, so und so viele Truppen einmarschieren zu lassen, wäre sie von Jelzin bewilligt worden. Durch die Sprengung von den Pulverfabriken wäre die Wolga verseucht worden. Das sind große Verteidigungsunternehmen, die an den Ufern der Wolga stehen, und er wollte sie sprengen lassen. Den Krieg haben wir vermieden. Wussten Sie von diesem Plan? Natürlich. Aber Sie haben niemals davon erzählt. Wozu? Sie erzählen das doch. Schreiben Sie ein Buch darüber. Was ich sagen wollte, in unserem Land hätte die Perestroika niemals von unten anfangen können. Michail Gorbatschow hat die Lage von oben gesehen und er dachte anscheinend, die Probleme könnte man auf friedliche Weise lösen. Aber bei so einem Land, wenn es in Fahrt kommt, ist das unmöglich. Boris Nikolajewitsch hat sein Leben auf den Altar gelegt, indem er sein Leben riskiert hat. Das war doch ein kühner Schritt von ihm, sage ich Ihnen. Ich sage es nochmal, man hat also Jelzin zum tschetschenischen Krieg provoziert. Die größte Krankheit Jelzins bestand darin, dass er so inkonsequent war. Von der Menge des vergossenen Blutes her steht er in der jüngsten Geschichte Russlands an 3. Stelle. Vor ihm sind nur Stalin und Lenin. Er überholte sowohl Andropow mit der südkoreanischen Boeing und Afghanistan, als auch Gorbatschow mit Karabach, Tiflis und Baku. Welch ein Paradox, der Demokrat Jelzin war beim Blutvergießen an 3. Stelle. Wer wurde von Dudaev verzaubert? Starovoitova, die nach Vilnius kam, um mit Dudaev zu verhandeln, der ein Regiment kommandierte und gleichzeitig war er Kommandant von Grozny.
Sie bat ihn, nicht auf Zivilisten schießen zu lassen. Dudaev sagte ihr, ich werde nicht auf die Zivilbevölkerung meines Landes schießen lassen. Und das hat sie angetan. Das Abkommen von Chasavjurt bedeutete den Zerfall von Russland. In ihm stand schwarz auf weiß, dass Tschetschenien unabhängig werden darf. Dudaev wurde erst hingebracht, dann bis an die Zähne bewaffnet. Danach ging irgendeine komische Geschichte hinter seinem Rücken los. Warum stellen wir dann immer noch Jelzin und Putin auf eine Stufe? Putin hat Russland bewahrt und Jelzin hat dessen Zerfall unterzeichnet, so wie er einst den Zerfall der UdSSR in Belowezhskaja Pusha abgewickelt hat. Wie gesagt, dasselbe machte er mit Russland kurz vor seinem Rücktritt. Ich stimme dir absolut zu. Russland stand am Abgrund. Noch ein Schritt und wir wären in die Tiefe gestürzt. Die Staatsform wäre anders geworden, wie Chodorkowski geplant hat. Aber Putin vermochte, Russland vom Abgrund wegzuziehen. In dem Moment, als Putin an die Macht kam, gab es keine Möglichkeit, die Einheitlichkeit des Landes zu bewahren. Ist das dein voller Ernst? Ja. Die Gründe dafür waren folgende. Zerfall der Armee, Zerfall des ganzen Sicherheitssystems und Zerfall der Militärelite. Doch als er kam, vermochte er, die Elite zu konsolidieren. Niemand hätte ihm das zugetraut. Selbst die Leute, die ihn dabei unterstützten, Präsident zu werden, hätten nie erwartet, dass er so ein Durchsetzungsvermögen besitzt. Man hat uns verboten, davon zu sprechen, dass der russische Staat von amerikanischen Beratern geschaffen wurde, obwohl es von Hunderttausenden von Menschen gesehen wurde. Der 6. Stock des Gebäudes vom Staatlichen Komitee für Eigentum, in dem Chubais arbeitete, war voller Ausländer. Das waren amerikanische Universitätsmitarbeiter, unter anderem auch CIA-Leute. Hillary Clinton hat im März dieses Jahres direkt gesagt, dass die USA sich seit 20 Jahren in einem Kriegszustand mit Russland befinden. Sie hat das Wort Krieg verwendet, Informationskrieg. Sie sagte, die USA führen einen medialen Krieg gegen Russland durch Propaganda, Zensur und Finanzierung von Internetseiten wie beispielsweise Twitter und dass Amerika in Russland Feinde in diesem Krieg hat, gegen die Amerika Informationsbombardements veranstaltet und vieles mehr. Ja, seit 1945 sind sie in einem Kriegszustand mit uns. Sind wir uns dessen bewusst? Jetzt schon, aber vor 10 Jahren nicht. Warum begriffen wir das nicht? Unsere Minister haben ihre Posten erst nach einem Anruf aus dem Weißen Haus bekommen. So war das. Die Euphorie in der Gesellschaft verging erst nach 1995 und insbesondere nach dem Jugoslawienkrieg, nach den Bombenangriffen und der Okkupation von Serbien. Das heißt, der Krieg gegen Putin, der den Zerfall von Russland verhindert hat, war unvermeidlich? Ja, genauso wie der Hass auf ihn. Das Stichwort hier ist Krieg. Ein Informationskrieg kann genauso schrecklich wie ein gewöhnlicher Krieg sein. Man kann einen physisch, aber auch verbal vernichten. Klar, denn Putin wird als Garant für die Souveränität Russlands angesehen und gerade gegen ihn werden Breitseiten abgefeuert. Warte mal, warum erklärt niemand, wozu die Amerikaner den Zerfall von Russland brauchen? Unsere großartigen Waffen haben wir immer noch. Sie sind wirklich großartig und unbesiegbar. Vor allem ist das die Rakete Modell 36, welche die Amerikaner Satan genannt haben. Die Arbeit an dieser Rakete hat Jangl angefangen und Wladimir Tschutkin zu Ende gebracht. Kein Raketenabwehrsystem kann sie abfangen. Sie ist nicht zu stoppen. Ein Staat und New York oder Washington wären nicht mehr existent. Es gibt auch neue Raketen wie Iskander oder Topol-M, aber Satan, die über den Weltraum fliegt, ist nach wie vor nicht abzuschießen. Die nächsten 15 bis 17 Jahre kann die Welt nicht einpolar werden, weil wir diese Waffe haben. Diese Raketen sind über ganz Russland verteilt. Es gibt insgesamt über 100 von ihnen. Aber es gibt nur ein Steuerungszentrum, das sich bei Moskau befindet. Wozu brauchen die Amerikaner den Zerfall von Russland, um das ganze System durcheinander zu bringen? Denn sollte Russland zerfallen, würde das die Kommunikation zwischen dem Steuerungszentrum und den Schächten lahmlegen. Dieses Motiv wird von niemandem verstanden. Jetzt glaubt niemand an einen Atomkrieg. Man will nicht daran glauben. Aber die Raketen hat man doch nicht für einen Kriegseinsatz, sondern für den Status gebaut. Kosygin hat gesagt, solange wir diese Waffen besitzen, sind wir eine Weltmacht. Das sind sehr kluge Leute gewesen und sie haben diese Rakete nicht für einen Krieg gebaut. Solange es diese Raketen gibt, wird die Welt niemals einpolar. Uns ist klar, dass Atomwaffen ein Großmachtattribut sind. Unsere Eliten dagegen verstehen das nicht, weil sie keine Angst haben. Selbst angesichts der libyschen Ereignisse haben sie keine Angst. Die Hälfte der Elite hat der westlichen Demokratie beinahe Applaus gespendet, was wir mit Erstaunen feststellten. Sie freuten sich darüber, was sich in Libyen abspielte. Sie meinten, ein weiterer Diktator werde gestürzt. Erst muss man sich damit auseinandersetzen, ob er tatsächlich ein Diktator war. Mittlerweile sagen alle im Irak, dass es zur Zeit von Hussein besser war. Na selbstverständlich. Die dortige Wirtschaft ist doch komplett zerstört. Dort läuft ein Bürgerkrieg und immer wieder kommt es zu Terroranschlägen. Ja, Hussein mag ein Diktator gewesen sein, dafür gab es eine solche große Anzahl von Opfern nicht.
Jeder Mensch, der sich für die Interessen Russlands einsetzt, ist für sie ein Feind. Sollte er darüber hinaus wie Putin über Macht und Charisma verfügen, würden sie versuchen, ihn zu eliminieren. Warum haben wir das Ganze nicht erklärt? Putin hat die Souveränität des Landes wiederhergestellt. Als der tschetschenische Krieg losging, fand man mit Mühe und Not 35.000 kriegsfähige Soldaten, wobei unsere Armee damals 1,5 Millionen Soldaten zählte. Man vergisst auch, dass wir im Jahr 2003 die finanzielle Souveränität hätten verlieren können. Alle waren sich sicher, dass Russland es nicht schaffen würde, seine Außenschulden zu bezahlen, und danach würde es unter fremde Kontrolle geraten. Bei solchen Sachen findet immer ein Kampf statt zwischen den Regierungen der Großmächte, um das Recht zu kontrollieren und Befehle zu erteilen. Davon, mit welchen Methoden dieser Krieg geführt wird, erzählen wir jetzt. Der Fall von Litwinenko. Das war angeblich ein Polonium-Mord in London. Aber bevor wir zu der wichtigsten Frage kommen, wer gegen Putin in der Tat einen Krieg führt, möchte ich, dass jeder sich fragt, ob er irgendetwas von den irakischen Kindern gehört hat, die in einem Bombenschutzkeller bei lebendigem Leib verbrannt worden sind. Hat irgendjemand von dieser schrecklichen Tragödie, die die schrecklichste in den 80er Jahren war, irgendetwas gewusst? Ich möchte mich im Namen der Staatsduma bei unserem Außenminister dafür bedanken, dass er es geschafft hat, eine Erlaubnis des UNO-Sanktionskomitees zu bekommen, russische humanitäre Hilfe in den Irak zu schicken. Hier in Bagdad ist eine ganz andere Welt und ein ganz anderes Leben. Das ist ein Bombenschutzkeller am Rande von Bagdad. In dem Augenblick, als ein amerikanisches Phantomflugzeug auf ihn zwei schreckliche Bomben abgeworfen hat, befanden sich hier über 2000 Menschen, unter anderem viele Frauen, Kinder und alte Leute. Fast alle von ihnen sind bei lebendigem Leib verbrannt. Diese Frau hatte innerhalb von einer Minute ihre ganze Familie verloren. Das sind ihre Kinder. Die Weltpresse hat viel und ausführlich über Hussein berichtet. Aber weiß jemand in Russland, was die Amerikaner hier in Bagdad getrieben haben? Wir erinnern uns an den Krieg zwischen Amerika und Vietnam. Damals hat niemand in Russland ihn als gerecht bezeichnet. Der Krieg von Bush gegen Hussein ist ein in Russland unbekannter Krieg. Die Amerikaner wussten, dass das ein ziviles Objekt war. Keine Militärbasis und nicht einmal eine administrative Behörde. Die Temperatur nach der Explosion war so enorm, dass die Steine geschmolzen und auf ihnen Abdrücke von Kinderhänden geblieben sind. An den Wänden sind Schatten von den Menschen geblieben, weil die Explosion eine ungeheure Hitze ausgelöst hat. Bush wusste, was er tat. Die ganze Welt hat es Amerika verziehen. Die Medien schaffen die Gestalt eines Ereignisses unabhängig davon, was in Wirklichkeit geschah. Jede starke Persönlichkeit, die es wagt, Washington offen zu widersprechen, wird von ihnen für undemokratisch, illegitim und feindlich erklärt. Warum schwiegen wir von dem Ganzen all diese Jahre? Das ist die Frage, die ich mir selbst und meinen Kollegen stelle. Wir stellen das mit Verwunderung fest. Das Jahr 2003 hat sich uns nur als Chodorkowski-Jahr eingeprägt. Wir sind daran schuld. Wir erklären das nicht. Wir erzählen nicht die ganze Wahrheit. Ich spreche jetzt nicht von Chodorkowski. Ich kann nicht sagen, dass wir diese Informationsschlacht verloren haben, weil ich und meine Freunde immerhin zwei Dokus über ihn gemacht haben. Danach hörte die Hysterie sofort auf, weil wir unwiderlegbare Tatsachen gezeigt haben. Die zweite Dokumentation umginge sie schlichtweg mit Stillschweigen. Nach der ersten haben sie noch versucht, sich zu wehren. Aber nach der zweiten, die Chodorkowski-Leichen hieß, war Schluss. Was soll man da entgegnen? Auf ihre Dokumentation wäre irgendein sowjetischer Dissident stolz. Ich bin doch kein Dissident. Das kommt nur ihnen so vor.
Aus amerikanischer Sicht sind sie sehr wohl ein Dissident. Das heißt, Wahrheit ist Dissidententum. Natürlich, es gibt noch einen Moment. In dem Putin den russischen Staat gerettet hat, hat er Millionen von Leben bewahrt, weil jedem klar ist, welche Folgen der Zerfall von Russland gehabt hätte. Millionen wären umgekommen. Für jeden Russen wäre das eine Katastrophe gewesen. Ja, natürlich. Die ganze Dokumentation besteht aus Antworten von den Betroffenen auf meine Fragen. Das war ein Interview und nichts weiter. Chodorkowski hat über 70 Menschen auf dem Gewissen und wir sind mit der Recherche noch nicht einmal fertig. Über 70. Es gibt einen guten Zeitpunkt dafür, wann wir die ganze Wahrheit hätten sagen sollen. Das ist der Fall von Litvinenko. Polonium, London. Der Tod von Herrn Alexander Litvinenko. Ich möchte jetzt erinnern, was Moment der Wahrheit über Polonium erzählt hat. Was ist Polonium? Was ist mit Alexander Litvinenko in London tatsächlich passiert und ob das ein Mord war? Gleich vorweg sage ich, dass unser ganzes Gespräch, hoffentlich sehr aufmerksam, Boris Berezovsky von London aus verfolgt, der bei uns zu Gast eingeladen ist. Er wird später seinen Kommentar abgeben. Was geschah in London? Das ist die Version von unserer Sendung. Polonium ist ein einzigartiges Material natürlicher Herkunft, das beim Uranzerfall entsteht. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass es ein purer Alphastrahler ist. Das heißt, bei seinem Zerfall wird hohe Energie freigesetzt. Deswegen ist selbst eine winzige Menge von Polonium sehr heiß. Als Beispiel, 1 Gramm Polonium entspricht 1 Kilowatt Heizleistung. Also ist es unmöglich, es in der Hand zu halten. Ja, die Hand würde einfach verbrennen. Marie Curie hat eine verschwindend kleine Menge von Polonium in der Hand gehalten. Das ist die Wissenschaftlerin, die für die Entdeckung von Polonium einen Nobelpreis bekommen hat. Sie verbrannte sich die Haut, obwohl sie nur eine klitzekleine Menge in der Hand hielt. Die Menge war kleiner als 1 Milligramm. Aber selbst sie wäre ausreichend, um nicht nur die Haut, sondern auch das Fleisch bis auf die Knochen zu verbrennen. Wenn eine große Menge von Alpha-Teilchen in die Darmzellen gelangen würde, würden die Darmepithelzellen absterben, so wie es mit den Leuten geschah, die in Tschernobyl waren. Das erste Syndrom von an Strahlenkrankheit erkrankten Menschen sind die Schäden der Darmzellen. Aber die Dosis muss sehr hoch sein. Sobald sie in eine Zelle gelangen, setzen sie sich in ihr fest. Jetzt zurück zu Herrn Litvinenko. Das sind die Bilder von ihm, die um die ganze Welt gingen. Man behauptet, dass er es mit einer Dosis von 1,2 Gramm Polonium zu tun hatte. Aber selbst wenn er es mit nur 1 Milligramm Polonium zu tun gehabt hätte, geschweige denn von einem ganzen Gramm, wären auf seinem Foto Verbrennungen zu sehen. Die Lippen und der Kehlkopf wären verbrannt. Wenn in jener Tasse 1 Gramm Polonium gewesen wäre, hätte der Kaffee gebrodelt und gekocht, sobald diese Menge an Polonium in sie gelangt wäre. Außerdem hätte Litvinenko nicht nur Verbrennungen, sondern auch Geschwüre im Mundraum und in der Speiseröhre bekommen, weil Polonium durch seine unglaublich hohe Temperatur und chemische Struktur das Gewebe zerfrisst. Die ganze Speiseröhre wäre praktisch perforiert worden, wenn das wirklich die Menge gewesen wäre, wie man behauptet. Also hätte er Polonium tatsächlich getrunken, hätte er sich alle Innereien verbrannt. Ja, genau. Ein Giftmord ist eine der mysteriösesten Arten zu töten. Der Sinn dieser Tötungsmethode ist es, den wahren Grund, warum ein Mensch starb, zu verbergen und dessen Tod nach einer objektiven Folge einer Krankheit wie Krebs aussehen zu lassen. Es gibt tausende von Giften, die es ermöglichen, einen Menschen absolut unmerklich umzubringen. Und zwar so, dass kein Medizinausschuss auf die Idee kommen würde, dass dieser Mensch getötet wurde. Und diese Gifte kosten keine 36 Millionen Euro wie 1 Gramm Polonium. Jetzt sage ich Folgendes. Wenn man sich alle Giftmorde von Borgia bis Sudoplatov, Nazi-Deutschland oder MI6 als eine Reihe vorstellt,
befindet sich der Fall von Litwinenko völlig abseits von ihr, weit entfernt. Denn man hat sich immer für ein Gift als Tötungsmittel entschieden, um alles maximal zu verschleiern. Im Fall von Litwinenko dagegen beobachten wir das genaue Gegenteil davon. Als hätten sich die Mörder von Litwinenko ganz lange den Kopf darüber zerbrochen, wie sie aus Litwinenkos Vergiftung eine Show machen sollten. Hätte er Polonium getrunken, wäre alles in seinem Innern verbrannt. Genau, er wäre gezwungen gewesen, glühend heiße Tropfen von Polonium von seinem Mund abzuwischen und seine Hände wären voller Geschwüre wie bei Marie Curie gewesen. Er hätte das nicht verbergen können. Davon ist aber auf dem Foto nichts zu sehen. Wenn so eine Menge Polonium in dem Raum, der wie man sagt 100 Quadratmeter groß ist, verwendet worden wäre, wären alle, inklusive Lugovoy und seiner Familie, gestorben, selbst wenn das ein Milligramm gewesen wäre. Nur wenige wissen davon, dass Lugovoy zum Treffen mit Litwinenko, bei dem er angeblich vorhatte, ihn zu töten, zusammen mit seiner Frau und seinem 8-jährigen Sohn kam. Und er sollte Polonium dabei gehabt haben, ohne sich mit ihm verbrannt zu haben. Alle, die in dem Raum waren, wären später gestorben, wenn Polonium dort mit Luft in Berührung gekommen wäre. Wie viele Menschen könnten mit einem Gramm Polonium getötet werden? Wenn man ein Gramm dieses Stoffs in der Bar Millennium ablegen würde, würden alle sterben, die diese Bar innerhalb von 100 Tagen betreten. Absolut alle? Ja, absolut alle. Man würde sofort Schäden der Atemwege bekommen, sobald man es einatmete. Weitere Symptome würden nicht so stark ausgeprägt sein, aber sterben müssten alle, die in den letzten 100 Tagen darin waren. Und zwar unabhängig davon, wie viele Menschen das waren. Selbst für 20.000, 30.000 wäre das tödlich. Man muss bedenken, da Polonium kein Gift, sondern eine radioaktive Substanz ist, könnte sogar ein Mikrogramm von ihm einen Menschen, in dessen Organismus es gelangt, umbringen. Und ein Gramm Polonium würden Militärs verwenden, indem sie es zum Beispiel über die Truppen des Feindes verstreuen, um dem Gegner maximalen Schaden zuzufügen. Also wenn man Polonium grammweise einsetzen würde, könnten ganze Divisionen umgebracht werden. Berezovsky ist es gelungen, die ganze Geschichte nach einem Kampf gegen das Regime aussehen zu lassen. Keiner hat hinterfragt, wo Litwinenko Polonium her hatte. Berezovsky wurde verdächtigt, den Mord an Listje veranlasst zu haben. Vorher wurde ein Anschlag auf Berezovsky verübt, indem man seinen Mercedes gesprengt hat. Da kam die Information, dass er beim Listje-Fall die Hand im Spiel hatte. Die Moskauer Abteilung für organisierte Kriminalität ließ ihn verhaften, aber als die Polizisten vor Berezovskys Tür standen, kam ihm Litwinenko entgegen, der mit einer Maschinenpistole bewaffnet war und sagte, der FSB, der russische Geheimdienst, ist schon hier. Dann rief er den bereits verstorbenen ehemaligen Leiter der Moskauer Abteilung des FSB, Trofimov, an und sagte ihm, die Polizei ist schon da und sie will Berezovsky abholen, was gegen unser Interesse ist. Daraufhin setzte sich Trofimov mit Ruschajew in Verbindung und bat ihn, den Fall von Berezovsky dem FSB zu überlassen. Da Litwinenko Berezovsky in der Situation vor der Festnahme durch die Polizei rettete, machte ihn Berezovsky zu seinem Vertrauten. Ist es vernünftig, einen Menschen im Zentrum von London mit einem Atombombenzünder zu töten? Du findest es lächerlich. Viel einfacher wäre es, einen Menschen mit einer Axt umzubringen. Es ist natürlich zynisch, aber das würde in einer solchen Situation der gesunde Menschenverstand gebieten. Vom gesunden Menschenverstand her wäre es logischer. Irgendwo im chinesischen Viertel von London, wer würde das mit einem Atombombenzünder machen, der 36 Millionen Euro kostet? Das war die teuerste Vergiftung aller Zeiten im Wert von 36 Millionen Euro. Ich finde das erstaunlich. Jedes Land hat doch Wissenschaftler, Experten und Geheimdienste. Jeder Journalist hätte eine solche Recherche wie unsere durchführen können. Bevor wir Boris Berezovsky zu Wort kommen lassen, ich bin sehr gespannt auf seinen Kommentar, wollte ich noch etwas fragen, und zwar, warum sind wir so kindisch? Das ist doch total offensichtlich. Weil wir es mit dem englischen Geheimdienst zu tun haben. Sie machen es von Berufswegen, das ist schon klar. Diese Geschichte lässt uns vermuten, dass man irgendwo in der Nähe von London eine schmutzige Atombombe mit Verwendung von Polonium für Russland bauen wollte. Ich weiß, was Putin politisch beseitigen könnte. Putin könnte ein zweites Beslan beseitigen. Das sagte mir Boris Berezovsky ungefähr vor 2 Jahren. Er kann mich korrigieren, falls mir ein Fehler unterlief. Putin könnte durch ein zweites Beslan beseitigt werden. Deswegen hat man nach unseren Vermutungen versucht, eine schmutzige Atombombe für die russische Metro zu bauen. Vielleicht sogar nicht nur eine, sondern 8 oder 9. Litwinenko hat eindeutig einen Aerosolschaden durch Polonium erlitten. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, woran ist er eigentlich gestorben?
In erster Linie ist er deswegen gestorben, weil er nicht wusste, wie man mit radioaktiven Substanzen umgeht. Das heißt, er war selbst schuld, weil er Polonium geschmuggelt hat. Polonium ist das ideale Material, um radiologische Waffen herzustellen. Um zum Beispiel eine schmutzige Bombe zu machen. Ja, was Journalisten schmutzige Bombe nennen. Eine schmutzige Bombe heißt, wenn man zum Beispiel jeweils 1 Gramm Polonium in 2 Metrostationen ablegen würde, würde jeder von den Millionen, die durch diese Station innerhalb von einer Woche gefahren sind, eine tödliche Dosis Polonium abbekommen. Also irgendeine Terrororganisation könnte verkünden, dass sie Polonium durch die Stadt verteilt hätte und nun hat man die Wahl. Entweder tritt Putin zurück oder Menschen müssen an Krebs sterben. Verwendung von radiologischen Waffen würde dazu führen, dass Millionen sterben. Allein durch 1 Gramm Polonium würden 40.000 innerhalb von einem Monat sterben. Was wäre, wenn man 8 oder 9 Gramm verwenden würde? Eine schmutzige Bombe ist doch eigentlich primitiv. Berezovsky hat sofort gesagt, dass das Polonium war. Und dieser Stoff kann nur von einem Staat zur Verfügung gestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Fall von Litvinenko behauptet man, dass hinter dem Ganzen Putin persönlich steckt. Selbst wenn das die teuerste Vergiftung aller Zeiten war, was soll man da machen? Dann war sie eben die teuerste, und wenn schon. Für 36 Millionen Euro, die Menge an Polonium, die in den Körper von Litvinenko eingeführt wurde, war 10-mal größer als die notwendige Dosis, um einen Menschen zu töten. Wenn die Dosis so groß gewesen wäre, wären alle Besucher in der Bar Millennium zu Schaden gekommen. 1 Gramm entspricht 1 Kilowatt. Das ist doch ein Brennstoff. Um jemanden mit Polonium zu vergiften, muss man Polonium in dessen Organismus einführen. Und wie Sie wissen, gab es tatsächlich Betroffene, weil Polonium sich nicht abwaschen lässt. Deswegen hat es sich negativ auf die Gesundheit von denjenigen ausgewirkt, die aus dieser Tasse getrunken haben, obwohl man sie nach Litvinenko gewaschen hat. Das ist es ja. Polonium kann man überhaupt nicht abwaschen, weil es radioaktiv ist. Da haben Sie vollkommen recht. Gerade deswegen hat man den Radioaktivitätsspiegel sogar in der Themse gemessen, da das Abwasser des Restaurants später in die Themse kam. Fakt ist, dass die Dosis an Polonium groß war. Ich wiederhole, wenn das 1 Gramm gewesen wäre, wären die Tasse und die Bar Millennium verseucht. Aber gestorben ist zum Glück nur Litvinenko. Das hätte 36 Millionen Euro gekostet, wobei es wesentlich günstiger gewesen wäre, ihn im chinesischen Viertel von London erstechen zu lassen. Das ist eine sehr präzise Frage. Ich denke, dafür gab es einige Gründe. Zweifelsohne haben diejenigen, die diese Operation vorbereitet haben, die russische Regierung davon überzeugt, dass diese Methode den Ermittlern unlösbare Probleme bereiten würde. Ich bin bereit, die Version der Engländer anzunehmen und zu sagen, ja, Litvinenko wurde von Putin umgebracht. Aber ich möchte fragen, erstens, wieso hat er das überhaupt getan? Zweitens, wieso hat er sich ausgerechnet für diese Methode kurz vor den Wahlen entschieden? Und das dritte, was ich fragen wollte, Putin hätte das angeblich veranlasst, wobei er gar kein Motiv hatte. Darüber hinaus, wieso hatte Litvinenko mit Hilfe solcher Mittel umbringen lassen, die der ganzen Geschichte der Giftmorde widersprechen? Aber was schreien die Pressehysteriker jetzt? Es wurde das Geheimgiftlabor wiederhergestellt. Das war der neue Sudoplatow, der KGB ist wieder da, etc. Ihr sagt doch Geheimgiftlabor, das Stichwort hier ist geheim und nicht Show. Ich denke, der Mord an Alexander Litvinenko war der erste Schritt bei der Verschwörung gegen mich. Und die Verschwörung bestand darin, dass man das mir in die Schuhe schieben wollte. Als ob ich Litvinenko hätte beseitigen lassen, weil er angeblich über irgendwelche geheimen Informationen verfügte. Das war für mich ein rein russischer Mord, als ob man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen wollte. Ich habe keine Lust zu besprechen, warum Putin einen Menschen mit einem Atombombenzünder für 36 Millionen Euro umbringen lassen sollte. Bei uns hat niemand versucht, eine andere Version zu verteidigen. Die Spezialisten in ihrem Film sagen das als erste. Wir haben eine Sendung über Litvinenko ungefähr vor 3 Jahren gemacht. Das ist das, was wir gerade sehen. Jetzt beleuchten wir diese Geschichte einfach ausführlicher. Und im Kanal TV-Zentrum hat man sie aus dem Programm gestrichen, weil Berezovsky es befohlen hat. Die sowjetische Gegenpropaganda war effektiver, weil sie zum Teil von talentierten Leuten betrieben wurde, die ihre Ideale zu verteidigen wussten. An dieser Stelle muss ich an Goebbels denken. Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, wenn wir an etwas glauben wollen, sind alle Argumente nutzlos. Jetzt kommt eine weitere sehr wichtige Frage. Über welche Tatsachen verfügt Scotland Yard bei dieser Angelegenheit? Es gibt alle notwendigen Beweise und Dokumente. Das sage ich Ihnen als Zeuge. Ich habe nämlich bereits mehrmals in Hinsicht auf den Fall von Litvinenko ausgesagt. Welche sind diese wichtigsten Beweise? Das sind die Dokumente, die Scotland Yard hat.
Ich vermute, dass der Teil des Beweismaterials, der unmissverständlich die Anteilnahme des russischen Staates am Fall von Litvinenko nachweist, der Generalstaatsanwaltschaft noch nicht vorliegt. Aber ich bin mir sicher, dass die russische Seite im Zuge der Ermittlungen immer mehr von den Organisatoren und denjenigen, die diese Verbrechen beauftragten, erfahren wird. Aber wann? Zurzeit können wir das genaue Gegenteil davon beobachten. Als unsere Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft Odvodov nach London kamen, haben sich alle vor ihm versteckt. Die Ärzte weigerten sich, ihm das wichtigste Dokument der Ermittlungen zu zeigen, nämlich den Obduktionsbericht. Das ist das wichtigste Dokument. Die ganze Welt schaut doch zu und die Ärzte haben sich versteckt. Ich hatte den Eindruck, dass statt eines Ermittlers der Generalstaatsanwaltschaft ein Steuerinspektor kam. Er verlangte ihm, die Bankkonten von meinen Freunden zu zeigen. Er fragte auch, wo die Journalistin Tregubova ist und verlangte nach deren Telefonnummer. Wenn Sie ein Zeuge sind und wenn Sie mit dem Ermittlungsmaterial vertraut sind, sagen Sie einfach, welche Beweise die Ermittler haben. Was sind die wichtigsten Beweise bei dieser Angelegenheit? Der wichtigste Beweis sind die Leute, die die Vergiftung von Litvinenko durchgeführt haben. Das heißt, alle Glieder der Kette, die nach Großbritannien führt, sind aufgedeckt worden. Zumal es ganz einfach ist, am Polonium selbst den Herstellungsort von ihm zurückzuverfolgen, ist es mittlerweile bekannt, woher es nach England kam. Wären Sie bereit, neben dem Herstellungsort des Poloniums auch dessen Weg nach England zu nennen? Wissen Sie, ich kann Ihnen versichern, dass der Weg vom Polonium nach England den Ermittlern bekannt ist. Aber ich kann ihn Ihnen nicht nennen. Aber ich garantiere Ihnen, dass sich die ganze logische Struktur dieses Verbrechens anhand des Ermittlungsmaterials von Scotland Yard, das nach Russland geschickt wurde, nachvollziehen lässt. Es gibt keine Beweise, sonst wären sie der russischen Seite längst übergeben worden. Das Einzige, was es da gibt, ist der Versuch von Berezovsky, sich den Namen eines weltweit ernstzunehmenden Politikers zu machen. Also welche Tatsachen haben die Engländer? Gerade Russland ist am meisten daran interessiert, dass die Wahrheit bezüglich des Litvinenko-Falles ans Licht kommt. Es ist völlig irrelevant, wie sie das nennen. Ja und? Unsere und englische Spezialisten sollten sich treffen und sich gemeinsam mit der Sache auseinandersetzen. Das Treffen muss absolut transparent verlaufen. Berezovsky hört jetzt das ganze Land zu. Wo sind die Tatsachen? Er kennt doch das Ermittlungsmaterial. Ich kann da vieles nachvollziehen. Auch die logische Struktur ist mir klar, die Berezovsky erwähnt. Wir haben zum Beispiel genügend Beweise, dass sowohl der erste als auch der zweite tschetschenische Krieg ein Werk des englischen Geheimdienstes ist. Unter anderem auch vom englischen Geheimdienst? Ja, das sagt der ehemalige Außenminister unserer Armee, der sich mit diesem Problem unmittelbar befasst hat. Vergessen Sie auch nicht den berühmten Goldsmith-Plan, etc., etc. Ich möchte unsere Zuschauer darauf aufmerksam machen, dass Boris Berezovsky jetzt die Möglichkeit hat, alles, was er will, vor dem ganzen Land zu sagen. Ich bitte jetzt, die Beweise zu nennen, wie man das von Ermittlungen gewohnt ist. Zum Beispiel: Ein Mann kam um so und so viel Uhr in die Bar Millennium. Er hatte bei sich so und so viel Gramm Polonium. Ich habe eine eigene Version vom Ganzen. Lugovoy kam in die Bar Millennium mit seiner Frau und seinem Sohn. Vielleicht hatte er ein kompliziertes Verhältnis mit seiner Frau, dass es um sie nicht schade gewesen wäre, aber das Leben seines 8-jährigen Sohnes hätte er auf keinen Fall aufs Spiel gesetzt. Dann holte er unmerklich eine Kapsel mit einem Gramm Polonium aus seiner Tasche heraus, und zwar so, dass der Kellner, der gerade weggeschaut hat, es nicht gemerkt hat. Wie können die Aussagen des Kellners ernst genommen werden, der gesagt hat, dass in dem Moment, als er abgelenkt wurde, Litvinenko theoretisch hätte vergiftet werden können? Ich wiederhole es nochmal, 1 Gramm Polonium würde für die Herstellung eines Atombombenzünders reichen. Wie paart sich das mit der Version von Scotland Yard, wobei die Engländer alle Dokumente geheim halten, inklusive des Obduktionsberichts? Ich halte die Vorstellung für völligen Schwachsinn, dass jemand sich so viel Mühe machen würde, um diesen dermaßen unbedeutenden Menschen umzubringen. Er war ein kleiner Knecht von Berezovsky, der seine unwichtigen Aufgaben erfüllt hat. Er war doch vollkommen uninteressant für den russischen Geheimdienst. Im Obduktionsbericht müsste stehen, ob das ein Aerosolschaden war oder ein Schaden der inneren Organe, den er sich beim Essen zugezogen hat. Es ist nämlich unmöglich, sich mit Polonium eine solche Vergiftung zuzuziehen, wenn es dem Essen beigemischt wurde. Das haben mittlerweile sogar die britischen Experten zugegeben. Wenn man einen Container mit Polonium aufmachen würde, würde es sofort den ganzen Raum füllen, weil es ein flüchtiger Stoff ist. Also die Bar Millennium wäre verseucht worden. Ja, natürlich. Die Auswirkung wäre wie bei der Explosion einer kleinen Atombombe gewesen.
Ich habe dem englischen Botschafter in Moskau unser Material zusammen mit einem äußerst höflichen Brief zukommen lassen. Sehr geehrter Herr Botschafter, ich bin Autor der Sendung Moment der Wahrheit. Ich wollte Ihre Meinung zu unseren Hypothesen erfahren. Er hat mir nicht geantwortet. Das war unhöflich von ihm, weil die englische Erziehung das erfordert. Dafür gibt es bereits über 500 Artikel, in denen behauptet wird, dass Putin der Mörder von Litwinenko wäre. Boris Berezovsky behauptet immer noch, dass das eine Verschwörung gegen ihn wäre. Vergessen Sie nicht die Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Moskau, die man notorisch Putin vorwirft. Das war wiederum eine ideologische Diversion, als Berezovsky mit schäumendem Mund behauptet hat, der FSB würde dahinter stecken. Er hat sogar auf einer Konferenz in London versprochen, dass er dafür handfeste Beweise vorweisen wird, hat aber immer noch nichts vorgewiesen. Ja, das ist ein Kampf gegen Putin, aber ich möchte jetzt von uns sprechen. Warum wissen wir nichts vom Abkommen von Chasavyrt? Jetzt zurück zum Anfang des Films. Unsere eigene Geschichte finden wir nicht so interessant wie irgendwelche Versionen von ihr. Es ging um den Zerfall von Russland. Wie kann das uninteressant sein? Wir wissen nichts über die Verbrechen der Amerikaner im Irak. Das erinnert mich an einen Jungen in Hiroshima, dessen Umrisse sich in einen Stein einbrannten. Dasselbe war im Irak, dieselbe Tragödie. Auch dieselbe Strategie. Wunder, Geheimnis und Autorität. Ein Zitat aus dem Roman Die Brüder Karamasow von Dostojewski. Die Amerikaner denken, der Pöbel würde alles fressen. Aber manchmal halten wir uns selbst für Idioten, weil wir Russen sehr leichtgläubige Menschen sind. So wie wir an den Kommunismus geglaubt und versucht haben, ihn in die Wirklichkeit umzusetzen. Wobei, geglaubt haben wir an das eine und umgesetzt haben wir das andere. Wir glauben an das, was wir glauben wollen, da wir an unserer inneren Überzeugung orientiert sind. Ich sage jetzt, worum es sich im nächsten Teil unseres Films handelt. Wissen Sie es noch? Ivan Petrovich Rybkin verschwand während seinem Besuch in Kiew. Vielleicht hat er bei einer Frau übernachtet. Das wohl kaum. Und was sagen Sie zu meiner Behauptung, dass Ivan Rybkin unsere Präsidentenwahlen durch sein Verschwinden gerettet hat, indem er verloren gegangen und somit am Leben geblieben ist? Er war zu dem Zeitpunkt ein registrierter Präsidentschaftskandidat. Man hat diese Geschichte vergessen und ich werde sie auffrischen, weil Rybkin eine gewaltige Rolle in der jüngsten Geschichte Russlands gespielt hat, indem er sich versteckt hat. Das wäre ein weiterer Schlag gegen den Präsidentschaftskandidaten Putin gewesen. Aber das erfahren Sie im nächsten Teil unseres Films. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, weil diese Geschichte sehr spannend ist. Wie sieht das Gesicht von diesem Menschen heute aus? Ein sehr interessantes Gesicht. Für alles verantwortlich. Von 2000 bis 2010. Für alles verantwortlich. Wie waren Sie diese Jahre für diesen Menschen? Weiß das jemand, außer ihm selbst? Ich habe sehr wenig Zeit. Ich bin momentan in einer extrem schwierigen Situation und ich möchte mich jetzt an alle Freiwilligen mit der Bitte um Hilfe wenden. Für diese Ansprache nutze ich den Status einer Präsidentschaftskandidatin. Wir werden heute ein überraschendes Gespräch führen. Irina Hakamada, ich glaube Hakamada ist die richtige Aussprache ihres Namens. Sie hat sich plötzlich in eine Japanerin verwandelt, nachdem sie sich mit Politik zu beschäftigen begann und davor hatte sie einen gewöhnlichen russischen Namen. 2004 erschien im Internet ein kleiner Artikel darüber, dass Berezovsky vorhabe, Irina Hakamada umbringen zu lassen. Zu dem Zeitpunkt war sie Präsidentschaftskandidatin, allerdings noch nicht offiziell registriert. Und das ist eine sehr wichtige Tatsache. Dieser Artikel hat für viel Tumult gesorgt. Es ist nämlich sehr wichtig, eine politische Miesheit schon in der Vorbereitungsphase aufzudecken, damit diejenigen, die sie vorbereiten, sich das Ganze nochmal überlegen. Daraufhin ist ein anderer Präsidentschaftskandidat unerwartet in Kiew verschwunden. Das war Ivan Petrovich Rybkin. Ich hatte damals den Eindruck, als hätte man Ivan Rybkin als Kanonenfutter ausnutzen wollen. Heute werde ich ein kleines Geheimnis lüften, das ich von den Leitern unseres Geheimdienstes erfuhr. Sie baten mich, diese Information möglichst schnell in meiner Sendung Moment der Wahrheit zu verkünden, um einen Vorsprung zu gewinnen, weil der Sicherheitsdienst über die überprüfte Information verfügt hat, dass Berezovsky einen Terroranschlag vorbereitet. Aber dann in Kiew
Und direkt danach verschwand Ivan Webkin. An dem Tag war er bereits als Präsidentschaftskandidat registriert. Genauer gesagt wurde er zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten, als er auf dem Weg nach Kiew war. Als er kurze Zeit später gefragt wurde, was in Kiew geschah, das muss man ihm lassen, hat er alles geschickt verschleiert. Ich, als ehemaliger Sekretär des Sicherheitsrates, habe für vieles in dieser Geschichte keine Erklärung. Wie meinen Sie das? Das war eine Geschäftsreise nach Kiew. Als ich an der russisch-ukrainischen Grenze war, wurde ich von einem Zollbeamten geweckt. Er bat mich, meinen Pass zu zeigen. Dann wünschte er mir eine gute Fahrt. Er sagte auch, ich soll den Teil, der von meiner Zolldeklaration abgerissen wurde, aufbewahren, weil ich ihn auf dem Rückweg vorweisen muss. Plötzlich bekam ich zwei Nachrichten. Die eine war gut und die andere schlecht. Die Registration war erfolgreich, aber dann sagte man, ich wäre verschwunden. Ich wollte sagen, was soll das, hier bin ich doch. Mein erster Wunsch war, alles am Telefon zu klären. Aber das wäre die einfachste Lösung gewesen und ich habe immer die einfachsten Lösungen vermieden. Ich dachte, stopp, warum soll ich eigentlich jemanden anrufen, um mein Verschwinden zu widerlegen? Das sah so aus, als wäre Ripkin ein Trottel, der sich verlaufen hat, wie die Figur von Merkow aus dem Film Ironie des Schicksals, die nach dem Aufwachen festgestellt hat, dass sie in einer fremden Stadt gelandet ist. Dann fingen unsere Kollegen an, Ripkin zum Narren zu machen. Danach hat sich die Lage dramatisch geändert. Man hat angefangen, nach mir zu suchen. Wie gesagt, als erstes wollte ich anrufen. Ich dachte mir, was geht hier vor? Da stimmt was nicht. Ich vermute, dass Boris Berezovsky in seinem Leben zwei Bücher sehr aufmerksam gelesen hat, nämlich die Verfassung unseres Landes und das Strafrecht. Wenn die Leiche eines Präsidentschaftskandidaten vor die Tür der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew ungefähr um 2 Uhr Ortszeit gelegt worden wäre, während die Hälfte des Landes ihre Stimmen bereits für ihn abgegeben hat, hätte niemand auf der Welt die Wahlergebnisse anerkannt, weil er zu dem Zeitpunkt tot gewesen wäre. Niemand auf der Welt. Das Schicksal eines Sakralopfers hätte auch Hakamada ereilen können. Und die Wahlen wären für illegitim erklärt worden. Womöglich auch in Russland hätte niemand den Sieg von Putin anerkannt. Dann wären die Befugnisse des Präsidenten für die nächsten 4 Monate laut der Verfassung dem Premierminister Kasjanow übergeben worden. Und er hätte innerhalb von 4 Monaten genügend Zeit gehabt, um jegliche Veränderungen vorzunehmen. Er ist doch ein oligarchischer Kandidat schlechthin. Ich hätte nie gedacht, dass Berezovsky so weitreichend geplant hat. Boris Berezovsky sollte man weder über- noch unterschätzen. Es gibt heute nur eine einzige Möglichkeit, sich der Macht von Putin zu widersetzen, nämlich im Spiel zu bleiben. Darüber hinaus wollte ich Ihnen noch etwas in Hinsicht auf Putin sagen. Bis zum letzten Augenblick war es unklar, wer Jelzin ablösen sollte. Es gab auch andere Kandidaten. Wen zum Beispiel? Aksenenko und auch Stepaschin. Er hätte auch den General Nikolajew auswählen können. Manche Kandidaturen wie die von Nikolajew hat er mit niemandem besprochen. Ich kenne zumindest keinen einzigen, mit dem Jelzin ihn besprochen hätte. Was solche wie Stepaschin, Putin oder Kirienko anbelangt, kann ich sagen, dass ich zum Beispiel komplett gegen Kirienko war. Ich habe immer gewusst, dass sich hinter Berezovsky eine blutige Spur herzieht. Ich habe keinerlei Zweifel, dass ein Teil der Sprengstoffattentate von ihm organisiert wurde. Die Sprengstoffattentate auf Wohnhäuser in Moskau sind dem Terroranschlag im Nordost sehr ähnlich, als die Terroristen nicht einmal einen Plan hatten. Sie hatten nur eine Bitte bzw. einen Befehl, das Mobilfunknetz nicht abzuschalten, ansonsten würden sie alle 20 Minuten eine Leiche aus dem Fenster werfen. Die Terroristen wussten nicht, wonach sie verlangen sollten und wozu sie kamen. Berezovsky hat in den letzten Jahren hunderte Millionen Dollar in die Kampagne gegen Putin und die Destabilisierung der Lage in Russland investiert. Boris Berezovsky hat im Gespräch mit mir die Summe 100 Millionen genannt. Das Kapital ist auf eine enge Zusammenarbeit mit der Macht angewiesen. Die wichtigste These dagegen, die Putin kurz nach seinem Machtantritt verkündete, war, der Staat soll vom Kapital getrennt werden, was ein kolossaler Fehler war. Das Kapital und der Staat sind engstens verflochten. Als die russischen Businesskreise begannen, die Macht im Lande zu beanspruchen, bekam der Staat einen Schreck. Was davon zeugt, dass der Staat einerseits nicht versteht, was Kapital und was Macht heißt, und andererseits, dass dieses Nichtverstehen tödliche Folgen für die Wirtschaft von
Russland haben könnte, wenn das eine freie Marktwirtschaft ist. Berezovsky hat eine brillante Formulierung davon gebracht, was wir Russen am meisten an solchen Finanzhaien wie ihm, die aus irgendeinem Grund vorwiegend Vertreter einer bestimmten Nationalität sind, hassen. Sie schalten und walten in Russland, wie es ihnen beliebt, was Berezovsky zur Zeit von Jelzin gemacht hat. Berezovsky ist ein Spieler. Er kann nicht umhin zu spielen. Er konnte sich in England nicht einleben und deswegen ist sein Gedanken immer noch hier. Sein Projekt Rybkin war das Beispiel dafür, dass er kaum noch politische Möglichkeiten in Russland hat. Oder war das ein Ablenkungsmanöver? Rybkin wäre aus jener Kiewer Wohnung niemals wieder lebendig herausgekommen und die Leiche von ihm hätte bedeutet, dass die Wahlen für illegitim erklärt werden, weil man bereits seine Stimme für ihn abgegeben hat. Davor hatte Rybkin Angst. Bevor er nach Kiew zum Treffen mit Berezovsky fuhr, habe ich mich mit ihm die ganze Nacht lang unterhalten. Zumal das ihre Wohnungen waren. Verstehen Sie das? Haben Sie sich schon beruhigt oder sind Sie immer noch aufgeregt? Mittlerweile habe ich mich beruhigt, aber ich fühle mich wie einer, der Wolle kaufen fuhr, aber geschoren zurückgekehrt ist. Ich bin traurig und gleichzeitig froh, aber damals war mir nicht nach Scherzen zumute. Rybkin wurde klar, dass das ein Plan war, dessen Entwicklung für ihn schlimme Folgen haben könnte. Deswegen beschloss er aufzutauchen, um nicht als Leiche nach Russland zurückkehren zu müssen. So viel zur Geschichte über das Verschwinden von Ivan Rybkin. Aber stellen wir uns für einen Moment vor, was gewesen wäre, wenn man tatsächlich Stimmen für seine Leiche abgegeben hätte. Das wäre übrigens durchaus möglich gewesen, denn er hätte zum Beispiel gegen Mittag in Kiew ermordet werden können, als die Wahlen in Tschukotka und Kamtschatka schon angefangen haben. Man denke an die Zeitzonenunterschiede. Und dann hätte niemand auf der Welt die Wahlergebnisse anerkannt, selbst wenn sie in Russland anerkannt worden wären. Inklusive des vom ganzen Volk gewählten Präsidenten Putin, da er bei den Wahlen einen Toten als Konkurrenten gehabt hätte. Ich möchte es nochmal sagen, Berezovsky muss aufmerksam die Verfassung von Russland gelesen haben. Wäre damals Kasjanow aufgrund der nicht anerkannten Wahlergebnisse Stellvertreter des Präsidenten von Russland geworden, hätte die politische Lage in Russland innerhalb von 4 Monaten drastisch verändert werden können. Darüber hinaus schlug Sergei Schacharei vor, denjenigen eine nochmalige Teilnahme an den Präsidentenwahlen zu verbieten, die vorher an einer gescheiterten Präsidentenwahl teilgenommen haben. Schirinowski ließ seinen Bodyguard Malischkin statt sich selbst bei diesen Wahlen kandidieren, als hätte er vom Plan von Berezovsky gewusst. Das ist eine überraschende Version. Boris Berezovsky hat nicht Däumchen gedreht, er hat die Minuten gezählt, weil er den Tag der Wahlen nicht abwarten konnte. Boris Berezovsky ist ein guter Mathematiker, aber er ist kein guter Organisator. Er muss gedacht haben, dass alles aus mathematischer Sicht abgestimmt worden wäre, doch wenn es ums Organisieren geht, stellt man bei ihm einen Mangel an Wissen fest. Ich stimme dir absolut zu. Sein Ziel ist es, um jeden Preis Putin aus dem Kreml zu vertreiben. Ihn zu töten ist unmöglich. Berezovsky ist dazu nicht in der Lage. Deswegen hat er sich entschieden, die Wahlen zum Scheitern zu bringen. Einmal sagte Berezovsky Sergei Vlasjev, der sich um den Gouverneurposten der Krasnojarsk-Region beworben hat, Sergei, tauche während der Wahlkampagne ab. Dadurch wird deine Popularität steigen. Wie gesagt, da er Putin nicht umbringen konnte, brauchte er unbedingt eine Leiche, sei es die von Rybkin oder die von Hakamada. Ihm war das völlig egal. Hauptsache die Leiche eines Präsidentschaftskandidaten. Das Interessanteste ist, und davon wissen nur wenige, dass alle drei Präsidentschaftskandidaten, nämlich Glasjew, Hakamada und Rybkin, einen gemeinsamen Wahlstab hatten. Das heißt, sie hatten im ganzen Land dieselben Stimmzähler. Das ist natürlich meine eigene Version, aber als ich meine Dienstleistungen als Stimmzähler angeboten habe, wem haben Sie sie angeboten? Ich habe mir bereits einen Namen in dieser Szene gemacht, also man weiß, dass ich eine solche Arbeit erledigen kann, deswegen wendet man sich an mich. Wer war das? Mit mir setzte sich Ksenia Ponomareva in Verbindung. Sie schlug mir vor, Unterschriften für alle drei Kandidaten zu sammeln. Aber Ksenia Ponomareva war Leiterin des Wahlstabes von Rybkin. Aus welchem Grund wollte sie Stimmen auch für Glasjew und Hakamada sammeln? Für mich ist es nur ein Geschäft. Deswegen habe ich mit ihr nur den Arbeitsumfang und den Preis vereinbart. Dann machten wir uns an die Arbeit. Das heißt, sie und ihre Mitarbeiter. Ja.
Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich kaufe keine Stimmen. Ich sammle nur Unterschriften. Hakamada, Ripkin und Glasjew hatten nicht nur einen und denselben Wahlstab, sondern auch eine und dieselbe Finanzierungsquelle. Wer war das wohl? Richtig. Das war Berezovsky höchstpersönlich. Ich wusste das nicht. Das war in erster Linie ein Kampf gegen Putin, vor allem gegen ihn und somit auch gegen Russland. Wir Russen wissen immer noch ganz wenig über den Kampf gegen Putin. Wir wissen so gut wie gar nichts, nicht nur vom Kampf gegen Putin, sondern auch vom Kampf um die Ressourcen. Davon reden wir später. Die Rede ist nicht nur von Erdöl. Es findet ein Kampf um Ressourcen, das heißt um Geld, statt. Diejenigen, die diesen Kampf führen, werden bis zum letzten Atemzug kämpfen und sie würden dabei vor nichts Halt machen. Man sagte, dass die Sowjetunion gehasst wurde. Das stimmt nicht. Das war Ehrfurcht vor der Macht, die man wohl oder übel akzeptieren musste. Aber als der Vizepremier von den USA in Russland war, hat er Putin empfohlen, nicht fürs Präsidentenamt zu kandidieren. Wie frech muss man sein, um solche Äußerungen zu machen? Es läuft nach dem Motto, lass mich dein Erdöl abzapfen und lass mich damit Kohle machen. Erst dann lasse ich dich in Ruhe. Ich muss die ganze Zeit daran denken, Berezovsky wäre, obwohl er 2 Milliarden Dollar hat, ein Niemand, wenn hinter ihm nicht bestimmte mächtige Kreise stehen würden. Ohne ihre Unterstützung wäre er nicht so selbstsicher. Und nicht nur er, sondern auch diejenigen, die nach Westen geflohen sind und die uns nicht ausgeliefert werden. Das Ziel von Amerika ist es, seinen Einfluss zu bewahren. Die Amerikaner befürchten, dass solange Putin Präsident ist, der Einfluss auf Russland von ihm verringert werden könnte. Aber die Beziehungen zwischen Russland und Amerika haben sich auf keinen Fall verschlechtert. Allein Putins Anruf beim US-Präsidenten nach der Attacke gegen die Zwillingstürme spricht Bände. Die Maßstäbe dieses Kummers verlangen von uns, die Meinungsunterschiede zwischen uns zu vergessen und unsere Bemühungen angesichts des gemeinsamen Feindes zu vereinen. Natürlich wollen sie zurückkehren. Alle, die aus Russland geflohen sind? Ja, denn solche Geschäftsmöglichkeiten wie in Russland werden sie dort niemals bekommen. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass der Westen nicht zulassen wird, dass sie dort als Menschen erster Klasse gelten. Von der Menge an Erdöl, Gas und Kohle her stehen wir an jeweils erster, zweiter und dritter Stelle und sind ein durchaus leckerer Happen. Uns als Land sehen sie als Ressourcenquelle an. Sie betrachten uns nicht als Menschen. Davon, wie Boris Jelzin unser Erdöl mit Hilfe vom sogenannten Production Sharing Agreement Gesetz hergegeben hat, handelt es sich im ersten Teil unseres Films, als wir unser ganzes Erdöl Shell nach dem Motto »Nehmt es, ihr Lieben, wir würden alles für euch tun« geschenkt haben. Und wir haben gar nichts dafür bekommen. Das war der erste Teil. Sobald Putin dem ein Ende gesetzt hat, ging die Dreckschleuder gegen ihn los. Putin hat die Stabilität im Lande wiederhergestellt. Das war das, wovon man in den 90ern geträumt hat. Als er kam, hat er gezeigt, dass er ein harter Anführer ist, der imstande war, sowohl mit einem Flugzeug nach Grozny zu fliegen, als es belagert wurde, als auch mit einem U-Boot zu tauchen, Terroristen auf dem Klo kalt zu machen und einen Schacht zusammen mit Bergleuten hinabzusteigen. Er hat all dies gemacht. Dann habe ich eine andere Frage. Warum spricht niemand davon, wie es mit dem Erdöl vor Putin aussah? Es ist doch unser Hauptexportprodukt neben den Gas-, Metall- und Fischexporten. Sollte es ausgehen, würden wir ohne Dollar bleiben. Ich wiederhole, sobald alle bekannten Erdölvorkommen ausgeschöpft werden, bekommt Russland keine Dollar mehr. Warum spricht niemand davon, wie Erdöl in Wirklichkeit bis zum Jahr 2000 gefördert wurde? Und wie verhielt es sich in unserem Land mit der Exploration? Als Erdöl einfach abgepumpt und die Gegend in der Tundra um die Vorkommen herum damit überschwemmt wurde, was Yukos in Evenkien gemacht hat. An dieser Stelle möchte ich erinnern, was unsere Sendung im Jahr 2000 davon erzählt hat, wie Oligarchen in der Tat Erdölförderung in Russland betrieben haben. Dafür sind diejenigen Organisationen verantwortlich, denen diese Vorkommen zur Verfügung stehen. Wie viele Bohrlöcher gibt es insgesamt in Russland? Oder weiß niemand, wie viele Bohrlöcher es gibt, aus denen Erdöl nicht vollständig abgepumpt wurde, die praktisch aufgegeben wurden? Über 20.000 mindestens. Das heißt, das sind die Bohrlöcher, in denen es noch ziemlich viel Erdöl gibt? Ja, das sind die Bohrlöcher, die man noch hätte verwenden können. Aus welchen Gründen wurden sie aufgegeben? Weil sie das viel Aufwand gekostet hätte, da sie in die Vorkommen Geld hätten anlegen müssen. Aber sie wollten das nicht.
Wie viel Erdöl gibt es in diesen aufgegebenen 20.000 Bohrlöchern? Ich schätze in ihnen, wenn keine neuen dazukamen, gibt es noch 25 Millionen Tonnen Erdöl. 25 Millionen Tonnen Erdöl? Das ist eine gewaltige Menge von verloren gegangenen Erdöl, das nicht mehr zu fördern ist, weil das Bohrloch unter solchen Umständen verkommt. Und wurde jemand in Russland dafür bestraft? Nein. Die 25 Millionen Tonnen vom zurückgelassenen Erdöl, wie der letzte Minister für Geologie der UdSSR, Evgeny Koslowski, gesagt hat, sind die Menge an Erdöl, das von Aserbaidschan jährlich gefördert wird. Und bei uns wurde es zurückgelassen. Der Preis für das zurückgelassene Erdöl beträgt ca. 4 Milliarden Dollar. Das heißt, die 4 Milliarden Dollar liegen am Boden herum. Das Erdöl ernährt das ganze Land und dabei wurden 20.000 Bohrlöcher aufgegeben, in denen es sage und schreibe 25 Millionen Tonnen Erdöl gibt. Wenn das kein Verbrechen ist, was ist dann ein Verbrechen? Wir sollten sie wieder verwenden. Wir haben vergessen, Nikita, wie es mit dem Erdöl bis zum Jahr 2000 aussah. Nach Einschätzungen von British Petroleum wurden 25 Millionen Tonnen Erdöl jährlich bei solchen barbarischen Förderungsmethoden im Boden zurückgelassen. Vielleicht auch mehr. Der Einschätzung von British Petroleum zufolge hätte das Erdöl in Russland bei solchen barbarischen Förderungsmethoden und bei komplettem Fehlen von Exploration nicht länger als für 20 Jahre gereicht. Und das war das Erbe, das Putin antrat. Das sind die offiziellen Angaben des britischen Unternehmens. Noch 20 Jahre und Schluss. Wir reden nicht von der Situation in den 90er Jahren, nicht weil wir sie vergessen haben, sondern weil Putin keine Werbung für sich machen will. Das ist wahr. Das ist die Bescheidenheit eines KGB-Agenten. Dass er das PSA-Gesetz widerrufen hat, war eine Heldentat von ihm. Wir hätten das Sachalin-Erdöl für immer verlieren können. Vergessen Sie auch nicht die Gasvorkommen auf Sachalin. Für das Ganze hätte Putin, wie einst Kennedy, eine Kugel abkriegen können. Was die Werbung angeht, da hast du recht. Putin braucht sie nicht. Es geht darum, dass man ihn nach seinen Taten beurteilt. Aber seine guten Taten bleiben irgendwie im Schatten. Ich kann Ihnen das sagen. In der Republik Komi gibt es 240.000 Tonnen von vergossenem Erdöl, das sich in Tailings befindet. Wie viele? 240.000 Tonnen. Das ist das Erdöl, das im Boden blieb? Ja, mit dem man nichts mehr anfangen kann. Es muss irgendwie weggeschafft werden. Das sickert sicher in den Boden ein und gelangt ins Grundwasser. Ja, es verseucht den Boden, auf dem nie wieder etwas wachsen wird. 240.000 Tonnen Erdöl gibt es allein in der Republik Komi. Das ist das Ergebnis des PSA-Gesetzes. Schauen Sie sich bitte diese Landschaft an, die in unserem Land nicht gezeigt wird. Das ist eine nationale Tragödie der Russischen Föderation. Das sind hunderttausende Tonnen von vergossenem Erdöl. Hunderttausende Tonnen. Das ist das Erdöl, das in diesem Boden für immer bleiben wird. Wenn in irgendeinem Meer ein Öltankerunfall passiert, nur ein einziger Tanker, sind Fernsehleute sofort zur Stelle, um diese Katastrophe zu beleuchten. Sie berichten davon, wie sich die ausgetretene Ölmenge verhält, in welche Richtung sie sich bewegt. Da schaut die ganze Welt zu. Diese Bilder von der Republik Komi und Evenkien dagegen sieht niemand. Es gibt hunderttausende Tonnen, vielleicht auch Millionen Tonnen von vergossenem Erdöl in der Russischen Föderation. Sie förderten das Erdöl aus den oberen Schichten im Wert von 1 Milliarde Dollar und der Rest im Wert von 4 Milliarden wurde von ihnen im Bohrloch zurückgelassen. Aber wie lief das ab? Sie brauchten das Erdöl nur aus den oberen Schichten, das restliche bleibt auf ewig im Boden. Das heißt, sie haben also 1 Milliarde verdient und 4 Milliarden für immer vergraben. Das ist doch eine barbarische Methode. Profit war für sie das Wichtigste. Über 20 Millionen Tonnen Erdöl gehen bei der Förderung und dem Transport jährlich verloren. Das ist die Menge an Erdöl, das vergossen wird und in den Boden einsickert. Jedes Jahr? Ja. Wobei unser Land jährlich insgesamt 300 Millionen Tonnen fördert. Darunter sind solche Erdölgiganten wie Yukos und Lukoil. Ja, ungefähr 370 bis 380 Millionen Tonnen. Und 20 Millionen Tonnen gehen jährlich verloren? Ja, das sind etwa 10% von der ganzen geförderten Erdölmenge. Ivan Petrovich, erst sprechen wir von Erdöl und dann kommen wir sozusagen zu den Taten der längst vergangenen Tage.
hat der Sicherheitsrat gewusst, dass die Menge von Erdöl bei völligem Fehlen der Exploration zur Zeit von Jelzin und bei solchen barbarischen Förderungsmethoden nur für 20 Jahre gereicht hätte? Auf jeden Fall. Der Sicherheitsrat hat sich dazu geäußert, aber Nikolai Patruschew wurde erst vor kurzem vom Präsidenten zur Betreuung bestimmter Branchen befugt, damit er in die Branchen eingreifen kann. Das heißt, zur Zeit von Jelzin hatte der Sicherheitsrat diese Befugnisse nicht. Nein, es hieß, der Sicherheitsrat arbeitet beim Präsidenten, für den Präsidenten und zum Wohl des Präsidenten. Das heißt, der Staat und der Sicherheitsrat haben der Katastrophe in der Ölbranche teilnahmslos zugeschaut. Ich will jetzt sagen, dass unsere Erdölreserven uns für 22 Jahre reichen. Nur für 22 Jahre? Ja, ich habe die explorierten Erdölvorkommen gemeint. Das heißt, im Jahr 2025 gibt es kein Erdöl in Russland mehr? Ja, genau. Alle explorierten Erdölvorkommen werden bis zum Jahr 2025 aufgebraucht sein. Nach unseren Berechnungen kommt das in 18 Jahren. Die Experten von British Petroleum dagegen sprechen von 22 Jahren. In diesem Punkt sind wir uns fast einig. Ich würde sagen, das kommt früher. Schon in 10 Jahren werden wir Erdölgewinnung ungefähr um die Hälfte reduzieren müssen, sodass es nur für den Innenmarkt reichen wird. Wir werden ohne Erdöldollar leben. Es findet Verdünnung und ein Raubbau der Erdölvorkommen statt, nach dem Motto, möglichst schnell Profit machen. Erdöl wird also nur dort gefördert, wo man schnell einen Profit machen kann. Das heißt, sie haben es nur auf die höchst effektiven Happen abgesehen. Der Staat und der Sicherheitsrat sehen also dem Schwinden von Erdöl und den barbarischen Förderungsmethoden zu. Halb Evenkien, die Tundra, da sehen Sie diese Bilder, steht unter Erdöl. Wir haben davon berichtet. Warum kam keine Reaktion seitens der Regierung? Warum wurde keine Exploration im Lande betrieben, bevor Putin kam? Ich denke, man kam nicht dazu. Außerdem fehlte es an Geld. Das ist doch Erdöl, das wichtigste Exportprodukt Russlands. Man kam nicht dazu? Man kam nicht dazu, weil das Staatsbudget damals 20 Milliarden Dollar betrug. Es war genauso hoch wie das Budget der Stadt New York. Das ganze Budget von Russland? Ja, genau. Warum hat die Regierung nichts unternommen, wenn sie verstanden hat, dass die Erdölförderung in Russland bei dem Chaos in 10 Jahren um die Hälfte hätte reduziert werden müssen, was dazu geführt hätte, dass die ohnehin kleinen Staatseinnahmen drastisch gesunken wären? Wissen Sie, wie viel die Selbstkosten von Erdöl in Russland für Großkonzerne wie Shell betragen? 1,5 Dollar pro Barrel, wie in Saudi-Arabien. Das geht nur im Nahen Osten, wo die obere Erdschicht nur 1,5 Kilometer dick ist. Von daher wird jetzt nur das Erdöl gefördert, das am leichtesten und schnellsten abzupumpen ist. Und der Staat kann nichts dagegen unternehmen. Die Exploration wurde in den 90ern nur so weit betrieben, wie es die damaligen Verhältnisse zuließen. Warum sprechen wir eigentlich nur von Exploration? Ich und Andrei Kokoschin mussten für jedes einzelne Entwicklungsprojekt der Verteidigungsindustrie ein eigenes Budget ausarbeiten, um die Technologien und die Spezialisten zu bewahren. Für jedes einzelne Entwicklungsprojekt? Ja, wir haben für jedes Erzeugnis Kosten berechnet. Für jede einzelne Rakete, um die Fabrik zu bewahren? Ja, als ich die Raketen auf Militärparaden auf dem Roten Platz sah, dachte ich, das ist die wichtigste Sache meines Lebens. Das heißt, sie mussten sich überlegen, wie sie für jede Rakete Geld auftreiben. Ja, denn wir hatten gar kein Geld. Boris Jelzin hat Putin ein schweres Erbe hinterlassen, seien wir ehrlich. Aber das Erbe, das Jelzin hinterlassen wurde, war auch nicht besser. Putin hat gut verstanden, dass das Land kurz vor dem Zerfall steht. Und das ist wahr. Als Premierminister von Viktor Tschernomyrdin ernannt wurden, brauchte er Unterstützung von unserer Fraktion als der größten in der Duma, damit seine Entscheidungen bewilligt werden. Ohne unsere Stimmen hätte er das nicht geschafft. Ich habe ihm im Namen unserer Fraktion die Forderung gestellt, dass Gazprom bewahrt werden soll. Hätte Gazprom vernichtet werden können? Mit Leichtigkeit. So wie das zerstört wurde, wovon wir gerade sprachen, nämlich die Erdölbranche. Sie haben eine ganze Menge Tochterunternehmen um Gazprom herum erschaffen. Der Prozess war also schon im Gange. Und wer diese Tochterunternehmen geleitet hat, muss ich Ihnen nicht sagen. Später kam eine Verordnung des Präsidenten, dass die Abrechnung mit den Tochterunternehmen in Gazprom-Aktien erfolgen soll. Und die Leute, die diese Unternehmen geleitet haben, wurden steinreich.
Warum hat Boris Jelzin alles in private Hände gegeben? Warum fragt niemand, welchen Marktanteil private Unternehmen in Amerika haben? 37-42%. Und bei uns wurden allein 1992 über 60% der Unternehmen privatisiert. Die absolute Mehrheit unseres Volkes lehnt jetzt das Institut des Privateigentums schroff ab. Warum dachte man, dass Privateigentümer effektiver sind, wenn alles in Kosygins Hand war? Das ist doch ein Mythos. Insbesondere, wenn man das riesige Territorium in Betracht zieht. Könnte man eine Marktwirtschaft in der Wüste der Sahara aufbauen? Taimyr, Tuva, Chakassien und Koyaken sind doch genauso. Um so ein Land wie Russland regieren zu können, muss man es wenigstens ein kleines bisschen kennen. Russland ist zu gewaltig, um dort im Handumdrehen alles in Ordnung zu bringen. Das ist eine gigantische Herausforderung, die viel Geduld erfordert. Damals sagte man mir, bei so einem Plan wie deinem brauchen wir 20 Jahre und sind dann immer noch nicht fertig. Die 20 Jahre sind vergangen und was sehen wir jetzt? Und sie haben das Anfang der 90er Jahre innerhalb von einem Jahr abgewickelt. Ich habe drei Bilder vor den Augen, die für die 90er charakteristisch sind. Das erste ist dieses vergossene Erdöl in der Tundra. Ich wiederhole es nochmal. Jahr aus, Jahr ein hat Russland über 20 Millionen Tonnen Erdöl verloren. Und 25 Millionen Tonnen Erdöl sind die Menge, die von Aserbaidschan jährlich gefördert wird. Das bedeutet Tod von Hirschen, Verderb von Weiden, Verderb von der Tundra, Verderb von allem. Dieses Erdöl bleibt dort für immer. Über 20 Millionen Tonnen jährlich. Das zweite sind die Vasen, auf denen Chubais abgebildet war. Haben Sie die Chubais-Vasen gesehen, auf denen er in Gestalt eines Helden dargestellt wurde? Wo haben Sie sie gesehen? Die Staatsduma war voll von ihnen, nachdem eine riesige Menge bestellt wurde. Das waren Porträts von Anatoli Chubais, wo er als Held des Krieges von 1812 gemalt wurde. Er sieht hier Barclay de Tolly ähnlich aus. Man hat nicht nur Porträts von ihm gemalt, er wurde unter anderem unter Abgeordneten ein Star. Da sind die Vasen. Und das dritte Bild ist, das war schrecklich, eine Szene in der Manege im Zentrum von Moskau, als man Ikonen wie Brennholz zerhackt hat. Das war eine Massenaktion, die, wie ich vermute, von Marat Gellmann, einem ziemlich berühmten Menschen, organisiert wurde. Es gab eine Anzeige, Mutter Gottes zum Zerhacken. Sie zerhacken Ikonen und bekommen Geld dafür. Wessen Idee war das? Sie fragen das? Das ist Demokratie. Er will Ikonen zerhacken und sie könnten ihn dafür bezahlen. War das ein Aufruf von linken Malern? Das ist kein Aufruf, sondern eine Aktion, die sie vollbrachten. Und wie viele Ikonen wurden zerhackt? Das wäre eine Frage an den Direktor der Manege. Machen Sie doch eine Sendung darüber, warum Sie Ikonen zerhackt haben. Das war eine Art Performance nach dem Motto, bringt uns Ikonen und wir werden sie verbrennen. Ich dachte, das wäre für eine Installation und nicht zum Vernichten. Die Ikonen waren zum Vernichten in der Manege, im Zentrum von Moskau. Das hat darüber hinaus mehrere Tage gedauert und niemand hat sie gestoppt. Also Erdöl, die Chubais-Vasen und alte russische Ikonen als Brennholz. Dieses Rauditum muss bestraft werden. Niemand außer Ilya Glasunow ist dagegen aufgetreten. Stanislav Kunjajew und Jamschikow haben auch über diese Aktion geschrieben, aber das war schon einige Jahre später. Aber damals war Glasunow der Einzige, der gesagt hat, Russen, besinnt euch. Wenn ich mich nicht irre, las ich darüber in patriotischen Zeitungen. Ich glaube, in der Zeitschrift Zavtra wurde davon berichtet. Aber insgesamt war die Reaktion auf diesen Vorfall zu schwach. Wie konnte das sein? Wir brauchen ein Gesetz gegen Rauditum. Haben wir ein solches Gesetz? Nein, das ist es ja. Aber nicht nur das. Putin zum Beispiel verwendet immer noch ganz oft das Wort Souveränität, weil es für ihn wichtig ist, wobei dieses Wort für Europa keine angenehme Bedeutung mehr hat und nicht so verbreitet ist. Es bedeutet, dass man sich nicht in die Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen darf. Wir sehen, dass jetzt das Gegenteil der Fall ist. Es bedeutet auch, dass das russische politische System nur vom russischen Volk und auf keinen Fall von der westlichen Elite bestimmt werden darf. Putin begann, Russland zu vereinen. Ich glaube, dass er ein absolut positiver Mensch ist. Haben Sie im Jahr 2000 verstanden, dass es im Krieg gegen Putin kein Pardon geben wird? Seitens Berezovsky zum Beispiel. Wir brauchen sie nicht aufzuzählen, seitens der ganzen sogenannten Sieben-Bankiers-Bande. Sie haben sowohl Kirienko an die Macht geführt, obwohl es so ausgesehen hat, als hätte er das nicht gewollt, als auch Jewgeni Primakow und davor auch Sergei Stepashin. Kurz gesagt, unsere lieben Oligarchen hatten damals das Sagen. Auch das Schicksal der Präsidentenwahl im Jahr 1996 haben sie bestimmt. Da haben sie gezeigt, was sie drauf haben. Те уроки политического рисования страна получала еще тогда. Das Wesen der Entwicklung der Ereignisse kann man gut mit Hilfe des Prinzips Verneinung der Verneinung ausdrücken, unabhängig davon, was Sie von Dialektik halten. Wissen Sie, mich hat schon immer empört, als man sich über Ivan Rybkin, den ich schon seit Jahren kenne, lustig machte, weil er sich in Kiew verlaufen hat, der angeblich nicht nach dem Weg gefragt hätte, weil er kein Russisch könne.
Das war mir äußerst unangenehm, weil Leute damals nicht verstanden haben, über was für eine Situation sie eigentlich lachten. Ich sage es nochmal, wenn die Leiche von Ivan Rybkin vor die Tür der Nachrichtenagentur Reuters in Kiew am Tag der Wahlen gelegt worden wäre, während die Hälfte des Landes ihre Stimmen für ihn bereits abgegeben hat, hätte niemand auf der Welt den Sieg von Putin bei der Wahl anerkannt, bei der er unter anderem einen Toten als Konkurrenten gehabt hätte. Andrei Viktorowitsch, da Sie ein kluger Mensch sind, ist es mir leicht, mit Ihnen zu sprechen. Ich erinnere mich an jene Nacht und Ihren Zustand, als Sie aus Kiew zurückkamen. Das hat Rybkin für Russland getan, der eigentlich Putin gegenüber kritisch eingestellt ist. In meinem damaligen Interview habe ich dasselbe wie Sie gesagt. Ein Kluger hätte das verstanden und ein Dummer nicht. Ich war bezüglich einiger Fragen mit Putin nicht einverstanden. Aber Sie waren derjenige, der die Wahlen gerettet hat. So kam das. Ich denke, Boris Jelzin, der noch am Leben war, wird das verstanden haben. Boris Berezovsky auch. Alle werden das verstanden haben, inklusive Wladimir Putin. Das Schicksal des Landes war mir wichtiger als mein eigenes Schicksal. Könnte eine ähnliche Aktion, die einen an eine Operette erinnert hat, gegen Putin in Zukunft vorkommen? Ich denke, Putin ist ein sehr einsamer Mensch, wie eigentlich alle Politiker. Aber das können nur diejenigen verstehen, die das selbst erlebt haben. Es gibt nicht so viele von ihnen. Sie könnte man an den Fingern einer Hand abzählen. Meinen Sie, dass man in Russland niemandem vertrauen kann? Rybkin glaubt, dass Putin einen Systemfehler wie Berezovsky gemacht hat. Ich denke, Ivan Rybkin weiß es wohl besser als ich. Das Ganze fing im Irak an. Danach konnte der Westen Russland kein Renegatentum mehr verzeihen, weil er vorher gedacht hat, dass Russland bereit gewesen wäre, sich seinem Willen zu fügen. Doch sobald Russland sich zu emanzipieren begann und seine eigene Position bekundete, haben bestimmte westliche Eliten ein Fragezeichen über Russland und vor allem über Putin gesetzt. Das war ein Signal für unsere Liberalen. Und sowohl Kasjanow als auch Nemtsov wurden sofort liberal. Einige Leute haben Putin sofort abgelehnt. Wollten unsere Liberalen, inklusive Kasjanow, was ich am lustigsten finde, die plötzlich gegen das Regime aufbegehrt haben, dem sie erst vor kurzem so treu dienten, vielleicht einfach verhindern, dass ihre eigenen Sünden und Pannen ans Licht kommen? Bei manchen war es eine lebenslange Panne. Das trifft vor allem auf Kasjanow zu. Ich denke eher auf Nemtsov, dessen Leben eine einzige Panne ist. Er gehört zum menschlichen Typus, dessen Vertreter bis ins hohe Alter als Burschen wahrgenommen werden. Warum werden die Leute in unserem Land, die jahrelang in der Regierung waren, immer noch Borja statt Boris, wie bei Nemtsov, und Tolja statt Anatoli, wie bei Chubais genannt, als wären sie ewige Knaben? Block sagte einmal, dieser Mensch ist ein alternder Junge. Das sind keine ewigen Studenten, wie Petja Trofimow bei Tschechow, sondern ewige Knaben. Warum ist es so? Sie alle sind doch mittlerweile über 50. Man sagt auch, ein kleiner Hund wird bis ins Alter Welpe genannt. Man kann Anatoli Chubais natürlich nicht als kleinen Hund bezeichnen. Das stimmt. Tschernomyrdin hat Chubais und Nemtsov Strandbürschchen genannt. Sie sind doch ziemlich verschieden. Gaida hatte zum Beispiel keinen solchen räuberischen Fangbiss wie Chubais. Er hatte einfach Blutdruckprobleme. Er hatte viel mehr Theorien verglichen mit Nemtsov, der in dieser Hinsicht eine Null ist. Natürlich beurteile ich sie nur nach ihren öffentlichen Auftritten. Sie sagten gerade, dass Gaida ein Theoretiker ist. Wie wir wissen, Reformen bedeuten Opfer, zumal wir gesehen haben, wie sie in Russland verliefen. Was glauben Sie, wie viele Opfer der jungen Reformatoren gab es, bevor Gaida 1992 zurücktreten musste? Damals sind Zyniker an die Macht gekommen. Ihr Motto war, je mehr Menschen sterben, desto besser für uns. Ist das Ihr voller Ernst? Ja, absolut. Sie meinen besser für Gaida, Chubais und die Liberalen? Ja, für sie hieß es, je mehr Menschen sterben, desto kürzer ist der Weg für andere zur freien Marktwirtschaft. Wie viele allein durch Stress gestorben sind, als 1991 alle Ersparnisse von den jungen Reformatoren weggenommen wurden. Das war der größte Stress, denn wenn die Ersparnisse nicht weggenommen worden wären, hätten die Menschen in den 90ern problemlos überleben können. Hätte man das stoppen können? Es gab einen interessanten Vorschlag, die finanziellen Verluste durch Wegnahme von Ersparnissen durch eine riesige Menge an Kühlschränken, Autos, Fernsehern und anderen Waren, die sich zu dem Zeitpunkt in Warenlagern angehäuft hatte, zu entschädigen. Hätten die Menschen das akzeptiert? Natürlich, sie hätten Autos, Möbel und Waschmaschinen als Entschädigung akzeptiert. Das Ganze wurde aber später von Berezovsky verschachert. Ich habe das auch Jelzin vorgeschlagen. Und wie hatte er darauf reagiert? Er ist nicht darauf eingegangen. Er meinte, die Regierung wird schon wissen, was man da machen kann.
Jelzin hat alles verstanden. Er tat nur so, als hätte er etwas nicht verstanden. Warum? Hat er Angst vor Gaida oder Chubais? 26 CIA-Agenten haben im Ministerium von Chubais gearbeitet. Sie waren offizielle Angestellte. 26 CIA-Agenten? Ja, ich habe Chubais im März 1996 zum Reden gebracht. Ich fragte ihn, warum wir die Erdöl-, Gas- und Holzbranche, das heißt unsere wichtigsten Branchen, in private Hände abgegeben haben. Er hat zähneknirschend zugegeben. Das war eine Forderung des Internationalen Währungsfonds. Und was haben wir dafür bekommen? Kredite, die wir zurückzahlen mussten? Ich war über seine Antwort entsetzt, aber was hätte ich denn machen können? Meine Reaktion war wie die von den Omas, mit denen ich sprach. Sie fragten mich, warum hast du Jelzin nicht umgebracht? Ich sagte, weil ihr ihn gewählt habt. Das war der Grund, warum ich ihn als sein damaliger Leibwächter nicht umbrachte. Und ich bedauere das nicht. Wie Solzhenitsyn gesagt hat, Russland befindet sich im Zusammenbruch. Das war wirklich ein Zusammenbruch. Sie werden deswegen Tolja, Borja etc. genannt, weil sie keine soliden und ernsthaften Menschen sind, obwohl sie eigentlich starke und schreckliche Menschen sind. Sie haben bis vor kurzem unser Land regiert. Unser Land hat auch schlimmere Zeiten erlebt. Wissen Sie es noch? Boris Nemtsov hatte ein Projekt namens Marcel. Nein. 2000 hatte Nemtsov einen dunkelhäutigen Studenten, ich glaube aus Kamerun, auf einer Pressekonferenz in Twer gezeigt, den er dort 3 Tage lang überall mit hingeschleppt hat. Zeigen Sie bitte diesen jungen Mann. Er heißt Marcel Tafen Fanchi. Er hat ihn als Bürgermeisterkandidaten für Twer von seiner Partei Union der rechten Kräfte vorgestellt. Marcel Tafen Fanchi. Er hat in Twer Medizin studiert und wollte unbedingt die russische Staatsbürgerschaft bekommen. Er hat 2-mal versucht, eine Russin zu heiraten, ist aber gescheitert. Dann sagte ihm Boris Nemtsov, du kannst doch als Bürgermeister für Twer von unserer Partei kandidieren, dann kriegst du die russische Staatsbürgerschaft von mir. Als erstes schrieb davon die Zeitschrift Karawane. War das eine Idee von Nemtsov? Ja, er kam nach Twer, um ihn zu unterstützen und hat ihm versprochen, dass er ihm hilft, einen russischen Pass zu bekommen, weil das Einzige war, was einen Afrikaner gehindert hat, sich um den Bürgermeisterposten von Twer zu bewerben. Das heißt, Nemtsov hat das verkündet. Ja, aber er hat ihm nicht geholfen. Hat er ihn reingelegt? Ja. Der Afrikaner wurde in einem Interview gefragt, was er machen würde, wenn er Bürgermeister von Twer wäre. Er sagte, da gibt es nichts Schwieriges, weil mein Papa Bürgermeister der Hauptstadt von Kamerun war. Das heißt, er hat eine familiäre Erfahrung. Ja, dann wurde er von Nemtsov entdeckt, weil es zu dem Zeitpunkt keinen Kandidaten gab, der junge Wähler hätte anlocken können. Er dachte, der Afrikaner könnte zum Spaß von jungen Leuten gewählt werden. Also die Union der rechten Kräfte wollte durch diesen Trick Stimmen der jungen Wähler gewinnen. Ja, ich habe mich damals mit Marcel getroffen. Für ihn war das halb Scherz, halb Ernst. Sollte es klappen, gut. Wenn nicht, dann nicht. Das ist noch ein Projekt der Union der rechten Kräfte und deren Betreuer der Jugendprojekte Boris Nemtsov. Das ist ein Konzert der Band Tattoo während einer Russland-Tournee. Das Motto der Tournee war Freiheit für homosexuelle Liebe. Na Mädels, los geht's! Union der rechten Kräfte. Ja, ich erinnere mich an diese Geschichte. Die Presse hat davon berichtet. Dieses Konzert in Krasnojarsk wurde von der Union der rechten Kräfte finanziert. Es wurde live ausgestrahlt. Das Fazit davon war, dass es unter den Eltern und Großeltern von denjenigen, die im Konzert waren, zu 4 Herzinfarkten, 7 Schlaganfällen und 1 Todesfall kam. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es überprüfen. Sie haben Methoden der Gaunerwelt in der großen Politik angewendet. Denken Sie, Nemtsov hat nicht begriffen, dass das lächerlich ist? Er hat das schon begriffen, aber er wollte originell sein. Für jemanden, der vorhat, ein Land zu regieren, ist das Ganze dermaßen lächerlich, dass es nicht einmal wert ist, ernsthaft besprochen zu werden. Wenn man das Ganze abstrakt betrachtet, hat jeder russische Bürger das Recht, als Bürgermeister zu kandidieren.
Wenn dieser Mensch aus Kamerun die russische Staatsbürgerschaft bekommen hätte, hätte er kandidieren können. Hättest du ihn gewählt? Ich nicht, weil ich ihn nicht kenne. Aber irgendwann, wenn er in Twer bleibt, gewinnt er vielleicht Vertrauen der Bewohner von Twer und wenn er nach den Gesetzen der russischen Verfassung lebt, können sie ihn theoretisch wählen. Das ist nun mal Demokratie. Wann war das? Im Jahr 2000 oder 1999? Das Konzert hat mir besser gefallen. Weißt du, was noch schlimmer war? Der Versuch der Union der rechten Kräfte, ich wiederhole, Nemtsov ist Betreuer der Jugendprojekte, Methadon in Russland wieder zu legalisieren. Wie bitte? Methadon. Was ist das? Das ist eine Droge. Die Drogenabhängigen sagen, dass es schlimmer als Heroin ist. Ich wurde methadonsüchtig, wie es oft bei Drogenabhängigen der Fall ist. Ich wollte es ausprobieren, um mit dessen Hilfe meine Heroinsucht loszuwerden. Ein guter Freund brachte mir eines Tages Methadon. Er sagte, das ist ein effektives Mittel. Die ersten zwei Tage hat es gewirkt. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Aber ganz schnell habe ich gemerkt, dass ich ohne Methadon nicht mehr auskommen kann. Ich unterbreche Dennis für eine Minute, um zu zeigen, wie es im realen Leben aussieht. Der Junge hat Heroinentzugserscheinungen. Neben ihm sitzt eine Frau, ich weiß allerdings nicht, ob sie aus der Union der rechten Kräfte ist, obwohl das ihre Aufnahme ist. Ich habe Schmerzen in den Beinen. Gleich wird sie ihm vor ihren Augen statt einer Droge, statt Heroin, eine andere geben, nämlich eine Tablette Methadon. Statt Entzugserscheinungen zu bekämpfen, schiebt Methadon sie quasi auf. Das ist die Wirkung dieser Droge. Doch in ein paar Stunden wird er noch eine Tablette Methadon nehmen müssen. So geht das noch maximal 2 bis 3 Jahre und dann ist der Junge tot. Los, sprich mit mir. Ich fühle mich beschissen. Ich habe Schmerzen in den Handgelenken und im Rücken. Als ich methadonabhängig wurde, wurde mir klar, dass das mein Ende sein könnte. Ich habe versucht, auf Methadon zu verzichten, aber es stellte sich heraus, dass die Entzugserscheinungen von Methadon noch schlimmer als die von Heroin sind. Ich habe Panik bekommen und rief in einem Krankenhaus an. Sie fragten mich, was ich nehme. Als ich gesagt habe, dass ich täglich 0,5 Gramm Methadon nehme, sagten sie mir, wir können keine Verantwortung auf uns nehmen, weil uns das zu riskant ist. Steigen Sie wieder auf Heroin um, dann können Sie zu uns kommen. Hatten Sie Angst, dass du in Ihrem Krankenhaus sterben könntest? Ja. An Methadon haben leider auch Pharmazeuten verdient. Das sogenannte Methadon-Programm war eine Affäre, an der die Schufte hunderte Millionen Dollar verdient haben. Sie sagten, es würde helfen, die Heroinsucht loszuwerden. In Russland ist es offiziell verboten, weil es dort als Droge gilt. Doch gerade die Union der rechten Kräfte wollte es wieder legalisieren. Ich wiederhole es nochmal. Nemtsov ist Betreuer der Jugendprojekte von dieser Partei. Ich möchte jetzt einen Ausschnitt aus meiner Sendung Moment der Wahrheit aus dem Jahr 2003 zeigen. Das war eine Ansprache eines Vertreters der Union der rechten Kräfte. Das, was Sie gleich sehen werden, könnte manche schockieren. Es ist allgemein bekannt, dass vor allem junge Leute ihre Stimmen für die Union der rechten Kräfte abgeben. Um jungen Wählern zu gefallen, ich habe keine andere Erklärung dafür, schlug der Vertreter des Leiters der Union der rechten Kräfte, Alexander Baranikov, im Namen seiner Partei Folgendes vor. Methadon soll in Russland legalisiert werden. Baranikov gibt zu, dass das eine Droge ist. Es soll in den freien Verkauf in Apotheken kommen. Außerdem soll es russischen Bürgern erlaubt werden, dass man 2 bis 3 Gramm Heroin mit sich tragen darf. Was sind schon 2 Gramm Heroin für einen Drogenabhängigen? Das wären 2 bis 3 Dosen für ihn. Man darf niemanden für diese Menge in den Knast stecken, selbst wenn er 2 Gramm Heroin seinesgleichen verkaufen würde, um Geld für eine Dosis zu verdienen. Wenn er aus dem Teufelskreis ausbrechen will, soll ihm eine Drogenersatztherapie angeboten werden, wo ihm vorgeschlagen wird, auf eine andere Droge, nämlich Methadon, umzusteigen. Methadon ist natürlich eine Droge, aber wenn ein Mensch von Heroin auf Methadon umsteigen würde, würde er ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Es ist niemand ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft geworden. Sie haben es aber geschafft, an diesem Programm unglaublich viel Geld zu verdienen. Und niemand hat sich entschuldigt. Später hat die Union der rechten Kräfte gesagt, es wäre ein Fehler von ihnen gewesen. Das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ich bin sprachlos. Also ist die Union der rechten Kräfte immer noch aktiv?
Ja, durchaus, vor allem Nemtsov. Wissen Sie, Liberalismus in Russland, vor allem die Form von ihm, die von Nemtsov vertreten wird, ist ein Gemisch aus Konservatismus und der neuen linken 68er-Bewegung. Das heißt, sie bändelten mit der Jugend an, ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Sie wollten zu diesem Zweck Drogen legalisieren, sie haben Konzerte von Tattoo finanziert, sie wollten zum Spaß einen Afrikaner zum Bürgermeister machen. Und parallel dazu haben sie unablässig eine Dreckskampagne gegen Putin in der Hoffnung geführt, dass er irgendwann vielleicht nachgeben würde. Die ernsthaftesten Herausforderungen stehen Russland und natürlich auch Putin noch bevor. Ich habe jetzt das Wort Russland selbstverständlich im traditionellen historischen Sinne verwendet. Der wichtigste Kampf steht Russland noch bevor.